Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Yoshis. Willkommen zu diesem Community-Sonntag und willkommen zurück zu Tomodachi Live Staffel 2. Und Momo und Elite Cat, danke fürs Hosting, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und da sind auch schon die Nächsten. Lilly, danke fürs Hosting. Hallo Yoshi HD, hallo Lord Currywurst, hallo Werder. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Community-Sonntag. Endlich geht's wieder los, ihr Lieben. Und ihr musstet so lange drauf warten, dass ich mir gesagt habe, wir machen heute Tomodachi Live weiter. Es sind jetzt fast 4 Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal dort waren. Es hat sich einiges getan. Neue Mitbewohner sind schon dazugekommen, die ich schon raufgeholt habe. Und ja, seid ihr gespannt zu wissen, was eure Mies so getrieben haben in letzter Zeit? Ich bin tatsächlich nur drin gewesen, um jeden Tag das Geld abzuholen. Wir haben jetzt über 2000 Euro. Das heißt, ich sollte in der Lage sein, einige Wünsche unserer Mies zu erfüllen. Ja, beim ersten Mal haben wir ja ganz, ganz viele Neuzugänge gekriegt. Sprich, ich habe den Großteil damit erstmal verbracht, Leute raufzuholen. Die Neuzugänge, die dazugekommen sind, sind unser guter Major Demon, unser Spyro und Luvis ist dazugekommen. Und ich hoffe, ihr seid gespannt zu erfahren, was ist denn so Neues bei den Mies passiert? So, ich hoffe jetzt nicht, dass ich gegen mein Kabel komme. Vorweg, die kleine Info, da ich das ja alles über den Capture 3DS mache, kann es mal passieren, dass ich zwischendurch gegen das Kabel komme, weil das Kabel, ja, wenn das verrutscht, kann es passieren, dass ich dann einen kurzen Verbindungsabbruch habe zum Bild. Also, bitte nicht wundern, wenn ein Windows-Sound kommt, das ist dann bei mir, weil ich gegen das Kabel gekommen bin. Ach, 2000 Euro, die habe ich beim Aufräumen gefunden. Na denn? So, ja, bei mir ist alles wieder fit, ne? Ich bin wieder komplett gesund, habe meine Corona-Infektion überstanden, bin aus meinem Urlaub wieder zurück. Also sprich, alles geht weiter. Und bevor wir richtig starten, nochmal eine kleine Information für euch, ihr Lieben. Nächste Woche wird es keinen Live-Let's Play-Samstag geben und auch keinen Community-Sonntag, denn am Freitag um 17 Uhr startet auf meinem Kanal die Charity-Aktion 2022. Nämlich für die Pfotenhilfe Wesermünde e.V. Kurze Schleichwerbung. Das ganze Wochenende abwechselnd mit Kollegen werden wir streamen und für den guten Zweck sammeln. Und ich hoffe, ihr werdet einschalten, selbst den einen oder anderen Euro hinterlassen und natürlich uns auch kräftig dabei unterstützen. Wenn ihr Werbung machen wollt, da habt ihr meinen YouTube-Kanal, beziehungsweise das YouTube-Video, wo ich die ganze Sache nochmal bewerbe, alles erkläre. Und wenn ihr Infos zum Verein haben wollt, schaut euch das Video an, denn dort werdet ihr diese Infos kriegen. So, aber genug davon. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, was gibt's denn Neues? Und im Moment ist da gerade nicht sehr viel los. Das wird sich noch ändern, da hoffe ich. So, wir haben nämlich hier erstmal den Spyro. Der ist nämlich neu. Ja, dann spielen wir mal Spyro. Was willst du denn mit mir spielen? Ich hoffe übrigens, man kann mich gut hören, weil ich habe jetzt mein Mikro ein bisschen umgestellt. So, dann wollen wir mal gucken. Ein Silhouettenquiz. Wessen Silhouette ist das? So, was meint ihr? Wer könnte das sein? Sunny, Luvis oder Aria? Und Hallöchen Tim! Demon, mein Flauschdämon, danke fürs Hosting! Kommst genau richtig, dein Mii ist nämlich auch gerade eingezogen. Sprich, mal gucken, was wir hier heute erleben. Was meint ihr? Wer könnte das sein? Spyro tippt auf Luvis. Wollt ihr mitraten? Und Hallöchen, Mario Master. Ja, die liegt gerade zusammengekringelt auf ihrer Decke und genießt die Sonne und schläft. Ist halt Luzi, ne? Die macht jetzt erstmal ihr Nickerchen. Nelo, mein kleines Schokobon-Monster. Danke fürs Hosting. Mensch, mich freut das, dass so viele von euch heute einschalten. Finde ich nice, finde ich cool. Da war das auch eine gute Idee, den Community-Sonntag auf sonntags um 17 Uhr zu legen. So. Das müsste aber tatsächlich Aria sein. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Aria steckte dahinter. Genau, das ist Aria, die ich in dieses wunderschöne Kleidchen gesteckt habe, wofür sie mich übrigens immer noch erschlagen möchte. Und Werder, danke fürs Hosting. So, wen haben wir denn da? So, was meint ihr, wer könnte das denn sein? Vanessa, Lilly oder Lavezuma? Wer versteckt sich hinter diesen Schatten? Momo tippt auf Lilly, Spyro auf Lilly, Lavezuma auf Lilly. Okay, ich sehe schon, ihr seid euch einig. Was? Eindeutig Drake? What? Was erzählst du da, Demon?
Nur weil ich euch in der ersten Folge grausame Details enthüllt habe, laut Mimi. Gucken wir mal, ist es denn Lilly? Und ihr hattet recht, es ist Lilly. Und die letzte Silhouette. So. Wessen Silhouette ist das? Ich glaube zu wissen, wer es ist. Ist es Momo, Mimi Küchlein oder Margus? It's a me, Momo. Okay, Momo tippt auf sich selbst. Spyro sagt Markus, Lilly sagt Markus. Wie gesagt, die Mehrheit bestimmt. So, wir haben zweimal Momo, wir haben dreimal Markus, viermal Markus. Moin Sven. D. Drake, ich stehe leider nicht zur Auswahl. So, ihr tippt also auf Markus. Dann schauen wir mal, ob das auch stimmt. Aber ich glaube, das ist Momo. Sag ich doch, es ist Momo. Schade, schade, schade. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Aber sicher, Spyro. So. Und wir kriegen schon wieder Klopapier. Mal eben eine Info für diejenigen, die beim ersten Mal nicht dabei waren. Wenn ihr dabei seid, dürft ihr natürlich selbst bestimmen, was mit euren Mies passiert. Wenn ihr aber nicht dabei seid, ihr Lieben, dann bestimme ich die Regeln. Das bedeutet, ich tue euch Dinge an. Dann kann es passieren, dass ich euch in sehr schicke Kostüme stecke, hässliche Kleider oder so, oder noch schlimmer, die Community wird mir dabei helfen. So sieht's aus, genauso wie bei Aria. Sprich, seid bei Tomodachi anwesend, wenn eure Mies dabei sind, denn sonst könnten ihnen schlimme Dinge passieren, wenn die Community ihre 5 Minuten kriegt. Sprich, dann kann es plötzlich passieren, das ist zum Beispiel in Staffel 1 ein Highlight gewesen, dass ihr zum Beispiel plötzlich in einem Hamsterkostüm steckt. Ja, also, ihr wurdet gewarnt. Wer natürlich gerne auf die Insel einziehen möchte, Voraussetzung ist natürlich, dass ihr die Voraussetzung erfüllt, mitspielen zu dürfen, könnt ihr euch bei mir privat melden, das wird aber erst nach dem Stream passieren, sprich, frühestens in der nächsten Folge dann. So, aber dann wollen wir mal gucken. Nanu, alles ist so verschwommen. In letzter Zeit sehe ich so schlecht. Oha. Was haben wir denn da? Auf den Kopf. Mach das Ding weg. Och, guck mal hier. Nehmen wir den mal weg. So, bitteschön. Vielen Dank. Das wusste ich noch gar nicht. So. Und ich würde sagen, damit du nicht verhungern musst, bekommst du jetzt erstmal was zu essen. Mal gucken, ob du Lachs magst. Ja, das schien Spyro zu schmecken. Das ist doch gut. Und weil es so gemundet hat, würde ich sagen, kriegt Spyro noch einen Orangensaft, denn gesund muss ja auch sein. Lass es dir schmecken. Das fand er ziemlich lecker. Ja, das ist doch super. Damit ist dein Magen gefüllt. Und dann schauen wir mal nach den anderen Mies. Oh, und ihr seht, Spyro hat ihn fahren lassen. Also Spyro, wirklich. So, hier haben wir ein Freundschaftssymbol. Und zwar unsere Miezekatze. Was möchte denn unsere Mieze denn? Schauen wir mal. Was hat der gute Roman denn? Lang nicht von dir gehört, Ebenbild von Dreieck. Sorry, ich war im Urlaub und ich war krank. Ich habe gehört, dass Ladesoma mit mir befreundet sein will. Ja, das ist doch schön. Dann wollen wir doch mal gleich gucken. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Das wäre eine Idee. Nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Wir haben das alle gehört. So, werden Lavezuma und Roman Freunde werden? Wir werden sehen. Worüber die beiden sich wohl unterhalten? Tja, und offenbar sind das Freunde geworden. Es ist gut gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Yay! Freundschaft! Im Übrigen, ihr Lieben, für diejenigen, die das noch nicht so richtig bemerkt haben, ihr habt ganz unten rechts den kleinen Bildschirm. Manchmal mache ich mir Gedanken über philosophische Fragen. Roman denkt nicht so viel. Genau, die Macht der Freundschaft.
So, aber erstmal würde ich sagen, unser Roman, er ist ja so ein kleiner, wie soll ich sagen, er ist ja so ein kleiner Feinschmecker. Mag unser Roman Schokolade, obwohl der doch mag er. Ist ja eine seiner Lieblingssachen. Und dann würde ich sagen, für die Mieze, ein kleines Dankeschön. Kriegen wir erstmal ein Dankeschön, das ist schön. FSK 0. Ui, wir können jemanden nochmal das Kind erleben lassen. Aber erstmal würde ich sagen, Roman kriegt erstmal was Richtiges zu essen. Bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. So viel kann ich nicht essen. Was? Ist das zu viel für dich? Mensch, Roman. Ach, dann kriegst du halt einen kleinen Salat. Soll ja gesund sein. Mag der Roman den Salat? Das fand er ziemlich lecker. Okay, Salat scheint bei Ihnen auch erwünscht zu sein. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Wollen ja nicht, dass Roman verhungert. Ui, eine Schaukel, wie schön. Und dann würde ich sagen, Roman, du brauchst ja auch nochmal ordentliches zu trinken. Lass es dir schmecken. Und das fand er absolut lecker. Und Roman erreicht ein neues Level. Blöderweise ist er jetzt natürlich nicht da. Aber ich kenne ja unsere Miezekatze, der muss ja auch zocken können. Dementsprechend kriegt er eine Wii U. So, das war's von unserem Roman. Haha, hier, und schon sind Roman und Markus am Zocken. Was für eine Überraschung. Guckt's euch an. Was für ein Spiel die da wohl spielen? Markus ist ganz gespannt. Leider sehen wir nur bunte Bilder. Aber sie haben wohl offenbar ganz viel Spaß und sie quatschen. Dann schauen wir mal, was hat... Ach. Das Alpha Yoshi, wieder bei seiner üblichen Tätigkeit, der lässt heute mal den Musiker wieder in sich raus. Das könnte tatsächlich sein, Demon. Da wollen wir mal gucken. Was hat denn mein Mii zu erzählen? Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen, eben wird von mir. Ja, tut mir leid, ich bin ja nur online gekommen, um Sachen zu machen. Etwas Neues zum Anziehen. Ja, da wollen wir doch mal schauen, was wir denn Schönes kaufen können. Willkommen. Mal gucken, was gibt's denn hier Schönes? Irgendwas, was mir gefällt. Sieht nicht wirklich gut danach aus. Nee. Obwohl, ja, doch, könnte man nehmen. Nee. Unschön. Nee. Nee. Sieht alles scheiße aus. Nee, also Kleider und so. Nö. Mein Vorteil ist ja, ich bin ja immer da. Dann würde ich sagen... Wo waren das jetzt? Empfehlungen. Nee, nicht das. Sieht ja eklig aus. Dam, nein. Wo war denn das Outfit, was ich eben gesehen habe? War das so? Ja, nimm doch mal das. Bitte in schwarz. Dankeschön. Moment, das habe ich jetzt doch gerade gekauft, ne? Ich glaube ja, ich will ja nicht unnötig Geld verschwenden. Und Lilly, meine Einkaufsberaterin. So, und wollen wir mal schauen, ob mein Mii mit diesem Outfit einverstanden ist. Naja, scheint nicht ganz sein Fall zu sein. Aber es gibt Geld. Ich frage mich, wer wohl beliebter ist, ich oder Sunny. Was ist das für eine Frage? Sunny natürlich. So, und jetzt die Frage der Frage. Mag mein Mii Spaghetti Bolognese? Wehe, wenn nicht. Sehr schön, das fand er absolut lecker. So. Da ich jetzt Level 3 bin, weiß ich auf jeden Fall, was ich haben möchte. Na, wo ist sie? So. Natürlich darf meine Luzi nicht fehlen. So, und ab jetzt hat das Alpha Yoshi eine Miezekatze. So, dann schauen wir mal, was geht denn bei den anderen ab?
Also Greenie. Was stellen wir denn heute mit Greenie an? Schauen wir doch mal. Lang nicht von dir gehört, Ebenbild von Dreieck. So, Greenie. Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Was geben wir denn Greenie? Sie hat ja schon bei mir gegessen, sie mochte meine Bolognese. Ob das für ihren Mii auch gilt? Schauen wir mal. Und das fand sie echt lecker. Das ist schön. Weiß ich nicht, ob sie gerade da ist. Ein kleines Dankeschön. Wie gesagt, Lurker-Call mache ich nicht, wenn jemand im Lurk ist. Gute Frage. So. Oh, was ist denn da aufgegangen? Eilmeldung, Eilmeldung. Na, wollen wir mal schauen. Eilmeldung. Der lang erwartete Affinitätstester wurde eröffnet. Anhand virtueller Abbilder untersucht ein Spezialcomputer, ob zwei bestimmte Personen zueinander passen. Personen des gleichen Geschlechts erhalten einen Freundschaftswert. Personen unterschiedlichen Geschlechts einen Liebeswert. Die Affinitätsvorhersage versucht, die Affinitätsschwankungen zwischen zwei Personen innerhalb einer Woche abzubilden. Bedenkt bitte, dass ihr einen Geburtstag eingetragen haben müsst, um euch analysieren lassen zu können. Oh, klingt spannend. Wenn ihr euren Geburtstag noch nicht eingetragen habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Klingt doch auf jeden Fall nach einer Idee. Danke fürs Zuschauen. Na, möchte jemand das einmal testen? Möchte jemand wissen, wer mit wem gut kann? Freiwillige vor. Ich gehe derweil erstmal shoppen. Wir gucken einmal, was es an Neues... Oh, hier gibt's neue Sachen. Hier gibt's neue Sachen. Die sollten wir auf jeden Fall einmal gekauft haben. Denn schließlich sind diese Sachen nur kurzzeitig da. Hier gibt's einmal Blubberwasser. Das ist gut. Was zu trinken brauche ich sowieso. So, Roastbeef haben wir. Okay. Dann kaufen wir noch ein bisschen Orangensaft. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. So, Spyro, du möchtest das gerne testen? Okay, dann gucken wir mal. Mit wem möchtest du dich denn testen lassen? Also, möchtest du Romantik oder einfach nur, wer zu dir passt? Ja, ich muss ja gucken, ob mein Mii ja auch so wie ich scharfe Sachen mag. Du möchtest gerne dein Freundschaftslevel mit Mario Master. Okay, dann gucken wir mal. Oh, offenbar kann ich dich noch nicht auswählen. Tut mir leid, geht leider noch nicht. Du bist noch nicht lang genug auf der Insel, offenbar. Gut, kann man verstehen, du bist ja auch heute erst eingezogen, ne? Da tut mir leid, du kannst leider nicht ausgewählt werden. Wobei, wieso? Ach, Moment, ich glaube, ich ahne warum. Ich muss mal eben was gucken. Es kann nämlich sein... Warte mal, war das hier, wo ich das prüfen kann? Nee. Es kann sein, dass ein Geburtsdatum bei euch noch fehlt. Weil ihr habt nämlich, einige von euch haben nämlich vergessen, ihr Geburtsjahr einzugeben. So, wollen wir mal gucken. Spyro, schauen wir mal kurz nach. Guten Tag. Jetzt muss ich nur mal gucken. Achso, hier editieren. Hast du denn ein Geburtsdatum? Nee, hast du nicht. Ich brauche einmal dein Geburtsjahr. Dann sollte das gleich funktionieren. Und von Nelo brauche ich das Geburtsjahr offenbar auch. Du bist 86er Jahrgang, alles klar. Wird gespeichert. Ich dachte eigentlich, dass ich das eingegeben habe, aber okay. So, jetzt muss ich auch mal bei Mario Master gucken. Ich hoffe, du bist auch da. Wo ist er denn? Momo, Lily, Greenie. Ah, da ist er doch. Ja, ich muss mal gucken, woran es liegt. Wie gesagt, ich hab... Hä? Okay, der. Das ist seltsam. Mario Master hat ein Geburtsdatum da. Warum funktioniert das dann bei ihm nicht?
Nilo war doch auch komplett. Moment, das prüfe ich jetzt mal eben. Ich muss zugeben, es gibt Sachen, die weiß ich halt auch nicht, weil es auch einfach zu lange her ist. Nilo, wo ist meine Nilo? Nilo, wo steckt meine Nilo? Hä? Da ist Nilo. Ich wollte doch gerade sagen. Ja, yeah, das ist mir schon bewusst. Aber Nilo war auch Tatsache! Nilo hat kein Geburtsjahr. What the fuck? Dann habe ich das wohl vergessen einzutragen. I'm so sorry. Nilo, magst du mir einmal bitte kurz dein Geburtsjahr nochmal eben bitte sagen? Ach, siehst du, 1990. Passt. Wird gespeichert. Nilo ist halt zeitlos. Tja, du weißt ja, eine Dame gibt ihr Alter nicht preis. Wenn mir etwas Sorgen bereitet. Und wo wir schon da sind, Nilo, was möchtest du sagen, wenn dir etwas Sorgen bereitet? Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch gleich mal um dich kümmern. Bedenk bitte, dass wir nur wenig Platz haben. Also sprich kurz und knackig am besten. Einfach nur uff. Achso, nein? Okay, Moment. Einfach irgendwas Kurzes, Knackiges. Wie gesagt, wenn ihr da seid... Ja, uff. Ja, uff. Was soll denn unser Schokobon-Monster denn Schönes sagen? Und da Nilo anwesend ist, darf sie es selbst bestimmen. Sonst hätte ich mir was ausgedacht. Dum 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 dum. Please hold the line. Was hat Nilo zu sagen? Mach erstmal uff. Okay, ich weiß nicht, ob ich das nachträglich bearbeiten kann, aber wir werden sehen. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Geste, meine Liebe. Möchtest du Geste 1? Nummer 2? Die 3? Die 4? Wie viele sind denn das? Nummer 5. Die 6. Die Nummer 7. Die Nummer 8. Oder die Nummer 9. Und Hallöchen, Greeny, mein kleiner Fusselmonty. Schön, dich zu sehen. Wenn du eine Nummer nochmal sehen willst, sag Bescheid. Die Nummer 1 soll es sein. Alles klar, sollst du bekommen. Bitteschön. Uff. So, und weil wir gerade schon hier sind... Ist mein Ebenbild in deiner Welt mir eigentlich sehr ähnlich? Gute Frage. Nilo, erzählen Sie uns mal. Ist dein Mi-Ebenbild denn so, wie du bist? So, was geben wir Nilo denn Schönes zum Essen? Nilo, was darf's denn sein? Spaghetti, Schnitzel, Roastbeef, Lachsmüllerin, Feuertopf, Auberginenauflauf oder lieber eine Chilischote, Feta-Salat oder generell normalen Salat, Spinat, Wurst. Nachtisch gibt's erst später. Was hättest du gerne? Bollo? Eine Kennerin. Dann wollen wir mal gucken. Ups. Mag Nilo Spaghetti Bolognese? Und die Antwort ist... Sie fand es absolut lecker. Sehr schön. So, natürlich muss das Ganze nochmal mit einem guten Orangensaft runtergespült werden. Mag Nilo... Achso, ja doch, sie mag Orangensaft. So, damit ist Nilo gut bestens versorgt. So, dann schauen wir mal, was die anderen sagen. Okay. Und Lilly mit ihrem Hündchen. Ah, guck mal, wie süß. Dann schauen wir mal, was Lilly denn gerne möchte. Wir haben uns den
ganzen Monat nicht gesehen. Es tut mir leid, ich war im Urlaub. Ich wäre so gern mit Aria befreundet. Mit Aria, okay. Dann stellen wir dich doch mal vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr... Hallöchen, Mimi. Ja, ich würde sagen, ja. Lilly, bist du anwesend? Ja, wie möchtest du denn auftreten? Bewundernd, aufmerksam, zuverlässig oder höflich? Ja, aber ich habe ja gesagt, ich mache das alles live. Das Einzige, was ich nicht live mache, ist das tägliche Geld einsammeln und das Registrieren neuer Mies, weil wegen der Wackelkontaktgeschichte. Weil sonst geht es uns so wie in der ersten Folge, dass dann plötzlich immer andauernd das Bild verschwindet. So, dann wollen wir mal gucken. Aria und Lilly, werden sie Freunde werden? Offenbar hat's geklappt. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Tja, damit hat Lilly endlich eine Freundin. Und wo wir gerade schon bei Lilly sind? Lilly, du siehst so hungrig aus. Dankeschön. Ein Badeset. So, Lilly, was darf's denn für dich zu essen sein? Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Auswahl. Jetzt brauche ich ja nicht einfach irgendwas wählen. Jetzt kann ich euch auch selbst fragen. Möchtest du eher ein großes Hauptgericht? Oder lieber etwas Kleineres? Oh, ich sehe gerade, wir haben kein Weißbrot mehr. Das muss ich nochmal nachholen. Was darf es denn für dich sein? Her mit der Bolo. Stimmt, Lilly hat ja meine Bolognese auch schon probieren dürfen. Wird auch Emi meine Bolo mögen? Was? Das fandst du nicht so gut. Lilly, was ist da passiert? Die mag keine Bolo. Buh, raus. So, dann würde ich sagen, dann gibt es noch was zum Nachspülen. Was darf sein? Ein Wasser oder ein Orangensaft? Die Wahrheit ist, Lilly mochte meine Bolognese nämlich sehr. Die war mit ganz viel Liebe gekocht und ich weiß, dass wir danach alle drei vollgefressen in der Ecke lagen. Einen O-Saft darf es sein. Bitteschön. Und das fand sie ziemlich lecker. Du kannst auch eine... Ja, Bolognese kann ich kochen. Selbst Momo mochte meine Bolo. In letzter Zeit finde ich dieses Zimmer wirklich sehr schick. Na, das ist doch schön, Lilly. Das freut uns doch zu hören. So, nicht wundern, wenn ich nicht immer gleich alle Mies erwischen kann. Manchmal klappt das halt nicht immer. Und da ist sie, Lilly mit ihren kleinen süßen Hündchen. Wuff, wuff. So. Lavezuma. Er hängt gerade mit Roman ab. Was gibt's denn für's bei dir? Lang nicht von dir gehört. Eben Bild von Rick. Es tut mir leid, ich war im Urlaub. Immer noch. Was würdest du bevorzugen? Ein ruhiges Leben oder ein abenteuerliches? Uff, ich glaube, das ist eine schwere Wahl. Ich meine, ich mag es auch gern mal gemütlich, aber immer nur zu Hause rumhängen ist auch langweilig. Daher ein bisschen abenteuerlicher darf es schon sein. Auch etwas erlebt haben im Leben, nicht wahr? Und wenn es nur auf Festivals gehen ist. So, Lavezuma, womit kann ich dir denn eine Freude machen? Hier hast du die Hauptgerichte und hier die Nebengerichte oder, ja, Vorspeise, was auch immer. Was darf es denn für dich sein? Du möchtest gerne eine Chilischote haben. Na, da wollen wir mal gucken. Die wird dich nur nicht wirklich sättigen. Okay, die mochtest du überhaupt nicht. Dann nehmen wir, glaube ich, besser was anderes. Was darf's sein? Hey, Chili ist geil. Besonders richtig schön als Pulver im Essen und so. Ein bisschen Roastbeef, Hühnchen und eine Pizza. Wollen wir mal gucken.
Und das fand er absolut lecker. Nur was zu trinken kriegst du leider nicht mehr runter. Dementsprechend müssen wir leider warten. Manchmal fallen mir zu den Gesichtern meiner Freunde nicht die Namen ein. Das ist aber peinlich. Na, es kommt drauf an. Also es sollte noch essbar sein. Zu scharf dürfen Sachen auch nicht sein, obwohl ich es selber gerne scharf mag. So. Wovon mein Mii wohl so träumt? Schauen wir doch mal, wovon träumt mein Mii? Okay. Eine Marionette. Okay. Sehr, sehr komisch. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Grimassen schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Na, zeig mal her. Was zum Teufel? Na, was meinst du? Ach du Scheiße! Freut mich, dass es dir. Hallöchen, Roman! Na gut, eine pure Chilischote würde ich jetzt auch nicht essen, aber Chili an sich in Essen kommt richtig geil. Momo, was können wir denn dir Gutes tun? Lang nicht von dir gehört, Ebenbild von Drake. Was können wir denn für dich tun? Du hast Hunger. Momo, was möchtest du denn gerne essen? Okay, du hast es schon ausgewählt, du hättest gern den Feuertopf. Dann wollen wir mal gucken. Mag Momo den Feuertopf essen oder beziehungsweise sein Mii? Jo, das fand er doch lecker. Das ist doch super. Ja, Momo. Möchtest du noch irgendwas von hier oder lieber ein kleines Dessert? Was darf's für dich sein? Zu trinken gibt's Mineralwasser oder O-Saft. Mehr habe ich leider noch nicht. Das ist nämlich eine Sache, die hätte ich eigentlich auch noch machen müssen. Ich hätte jeden Tag in den Shop gehen müssen und einkaufen können. Aber ich musste erstmal Geld sammeln. Weil so viel Geld haben wir auch nur, weil ich nämlich jeden Tag fleißig reingeguckt habe. Oder fast jeden Tag. Damit wir Spenden sammeln können. Damit ich eure Mies überhaupt was Schönes zu trinken geben kann. Und so. Okay, Sprudelwasser mag er überhaupt nicht. Probieren wir es mal mit O-Saft. Vielleicht ist Momo eher der gesunde Typ. Nein, keine Cola. Okay, Orangensaft mag Momo tatsächlich lieber als Sprudelwasser. Okay. Wenn ich eine Person mag, fällt es mir echt schwer, mit ihr zu reden. Okay, ist das wirklich so, Momo? Und Lava Zuma möchte schon wieder spielen. Hast du Lust auf ein Spielchen? Do you wanna play a game? So, Mii Pixel Quiz. Wer verbirgt sich hinter der Verpixelung? Das klingt vielleicht einfach, aber wirst du wirklich alle Inselbewohner erkennen? Ach Quatsch, wir mögen dich doch alle, mein kleiner Flauschdämon. So, dann rätseln wir mal zusammen, ihr Lieben. Der erste verpixelte Einwohner. Welcher Einwohner wird hier gezeigt? Lilly, Aria oder Spyro? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Momo stimmt für Lilly. Was sagt der Rest? Dann bin ich schon längst tot Currywurst, denn ich trinke tatsächlich sehr viel Sprudel. Spyro, Scherz, Lilly natürlich. Ich stehe nicht zur Verfügung. Aber ich glaube, das ist sehr eindeutig. Das ist natürlich Lilly, weil nur sie hat, glaube ich, diese Haarfarbe. Und es ist tatsächlich Lilly. Der zweite verpixelte Einwohner. Welcher Einwohner kommt jetzt? Wer könnte das wohl sein? Ist es Timmy, Drake oder Vanessa? Sag ich doch, Drake, ja. Jetzt könntest du es tatsächlich sagen, Demon.
So, Spyro sagt, das bin ich. Was sagt der Rest? Vielleicht ist es ja auch Klein Timmy. Oder Klein Vanessa. Okay, der Rest möchte sich offenbar nicht äußern. Dann loggen wir jetzt einfach mal deine Antwort an. Ich bitte dich, das ist Lilly. Lilly steht nicht zur Verfügung, D-Man. Die richtige Antwort lautet... It's me. Und der letzte verpixelte Eindruck. So, wer ist das? Momo, Markus oder unser Flauschendämon? Es ist ein Zubat, also Demon. Wer könnte das sein? Na? Traut sich jemand, Namen zu nennen? Keine Ahnung, ich wollte nur Demon mobben. Ja, Fun Fact, er war ja in Pokémon Soul Silver mein Zubat. Mein sehr arrogantes Zubat. Ich bin besser als alle Pokémon, die in der Box liegen. Und ja, Demon, ich habe den Screenshot immer noch mit dem Kommentar. So. Zwei Tippen auf Markus, drei Tippen auf Markus. Dann wollen wir mal schauen. Ist es Markus, meine kleine Zuckerbübchen? Schauen wir mal. Es ist Markus. Yay! Ich bin ja schon ruhig. Und so schnell bringt man Demon zum Schweigen. So, Lavezuma, da du ja das Mii bist, welches Paket sollen wir nehmen? Das kleine, das mittlere oder das große? Was soll's sein? Ich finde das cool, mal wieder so ein schönes Community-Projekt mit euch zu machen, wo ihr aktiv mit eingreifen könnt. Mitte ist immer gut, dann wollen wir mal schauen. Eine Muschelschale. So, das war's von Lavezuma. I'm the sexy fucking princess, bitch, 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 bitch. Greeny! Bitch, 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 the sexy fucking princess. Wir werden sehen. Ooh, move your body, bitch. Ooh, move your body, bitch. Da hat jemand die Princess wieder rausgelassen. Stell's dir wie die Sims vor, Sven. Das ist einfach, ja, man kann sagen, das Leben unserer Mies. Quasi Liebe, Zärtlichkeit, Freundschaften, Dramen. Kuriose Geheimnisse. Stellt es dir einfach wie eine billige Soap vor. Oder bei uns wird es auch immer gerne genannt: gute Yoshis, schlechte Yoshis. Ja, Demon sowieso. Demon ist eine kleine hinterhältige Bazille. Ist einfach ein Lebenssimulator, nur nach Nintendo-Art. Ich will mit Greeny befreundet sein. Mal gucken. Vielleicht sollte ich einmal mit ihnen reden. Trau dich, Fusselmonty. Komm zu mir. Komm zu Papa Drake. Das Alpha-Yoshi hopst hier erstmal durch die Gegend. Hä? Wer kommt denn da? Hello. Werden die beiden Freunde sein, die großen Konkurrenten? Es ist gut gelaufen. Yay! Wunderbar verstanden und sind jetzt Freunde! Die Kraft der Freundschaft, sie gewinnt! So, und Greeny erreicht ein neues Level. Greeny, was hättest du denn gerne? Ein Song, ein Objekt oder eine Inneneinrichtung? Was darf's sein? Geld gibt es noch nicht, weil dafür haben wir noch zu wenig. Ich will erst das Geld ein bisschen mehren. Bevor ich euch Taschengeld geben kann. Weil ich habe ja noch Aria und Co. im Kopf, die ja gleich unverschämt wurden und gleich direkt eine neue Einrichtung gekauft haben wollten. Zum Glück findet der nächste Tomodachi-Stream ja erst in 3 Wochen statt. Dementsprechend habe ich wieder Zeit. Du hättest gerne einen Drachen. Bitteschön. Und da freut sich die Greeny. Ein kleines Dankeschön. Oh, ein Magenmittel. Das ist gut. Mit einem Wettbewerb im Drachensteigen. Mich schlägt niemand. Ja, okay. Wenn du das sagst. So, Margis, meine kleine Zuckerbübchen. Ich wollte sagen, stimmt, du hast ja schon Greeny. Mini.
Und Kaki, danke fürs Hosting. Markus, mein Lieber, was können wir denn für dich tun? Spirell will mit dir befreundet sein? Na, da wollen wir doch mal gucken. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Dann wollen wir mal schauen, Markus. Werden die beiden Freunde werden? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Markus ist mal voll verdeckt vom Kirschblütenbaum. Ja, Markus sieht unheimlich sexy aus, ne? Hä, was soll ich mit den Mods gemacht haben, Kaki? Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt... Und neue Freundschaften sind entstanden. Na, du kannst doch nicht einfach Greenies leckere Sachen wegwerfen. Dankeschön. Eine Spieluhr kriegen wir von Markus. So, dann würde ich sagen, Markus, du kriegst erstmal ein bisschen Spinat. Brauchst ja auch mal was Gesundes. Fand er ziemlich lecker. Wollen ja nicht, dass unser Markus hier verhungern muss. So, Mario Master, du willst mit mir spielen. Meinst du das Yoshi-Ei? Das ist aber schon lange. Das ist schon lange. Das ist, wenn du Franker-Face hast, wird dir das angezeigt. So, Silhouetten-Quiz. So, was für ein Item haben wir denn hier? Was wird es wohl sein? Was könnte das wohl sein, ihr Lieben? Ein Windspiel? Eine Sherimoya, was auch immer das sein soll? Oder eine Luxusvase? Bitte stimmen Sie ab. Ich lese einmal Windspiel, ich lese mehrfach Windspiel. Okay, ihr seid euch wohl offenbar sehr einig. Nehmen wir das Windspiel. Und ihr hattet recht. Ich meine, war ja auch leicht zu erkennen, ne? Die zweite Silhouette. Was haben wir hier? Was wird es wohl sein? Ein Steak, eine Birne oder eine Sanduhr? Ne, keine Ahnung, Kaki. Frag mich nicht. Ich habe nichts verändert, also kann ja nur Twitch wieder Mist gebaut haben. Und Hallöchen, Eki. Also ihr Lieben, was meint ihr, was könnte das sein? Tim denkt natürlich wieder nur mit seinem Magen. Kommt, dann kommt das aus Texas, so riesig wie das ist. So, ich lese mehrfach das Steak. Dann gucken wir mal, ob ihr recht habt. Die richtige Antwort ist... Jetzt kommt's. Es war ein Steak. Das ist tatsächlich ein Steak. Okay, auch nicht schlecht. Aber es ist kleiner. Der Rest war nur das Brett, aber wer wäre darauf jetzt gekommen? Und die letzte Silhouette. Zum Glück gibt's ja Antwortmöglichkeiten. Was wird es wohl sein? Ja, was könnte das sein? Ein Schnitzel, Honig oder ein Cracker? Was meint ihr? Was könnte das sein? Cracker, eindeutig. Okay, ich sehe schon, ihr denkt heute alle nur ans Essen. Habt ihr denn recht? Es ist tatsächlich ein Cracker. Die unbezahlbare Ming-Vase aus Worms Armageddon. So, Lavezuma. Mario Master. Welchen Preis sollen wir denn nehmen? Zum Glück habe ich was zu essen hier. Du hättest gern die kleinste Schachtel. Ein Kassenbon, wofür auch immer der sein soll. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Okay, erstmal schnell den Schutzanzug anziehen. Und dann wollen wir mal gucken. Hatschi. Bazillen! Ich fühle mich viel besser. Eklig. Weiß Bescheid? So, aber natürlich soll Mario Master ja nicht hungern. Einen Hustensaft. Den können wir ja gleich mal Momo geben. So, was darf es denn für dich zu essen sein, Mario Master? Eher was Großes oder eher eine Kleinigkeit? Was darf es sein?
Ja, ich wollte sagen, und ich habe Corona gerade erst hinter mir. Weiß Bescheid. Wenn ich's wieder kriege, weiß ich, wer Schuld hat. Dann ist es virtuell rübergekommen. Spaß beiseite. So, was darf's sein? Ein Schnitzel. Guckt euch diesen Gierschlund an. Der will natürlich gleich erstmal einen Schnitzel haben. Und das fand er absolut lecker. Sehr schön. Dann gibt's natürlich auch noch... Möchtest du ein Dessert oder lieber was zu trinken haben? Eine AR-Kamera. Nice. So, möchtest du lieber ein kleines Dessert, was zu trinken? Orangensaft oder Sprudel? Was darf sein? Ja, sei froh, Kaki. Sei froh. Ich hatte zum Glück einen sehr milden Verlauf. Du hättest gerne ein Blubberwasser. Das sollst du kriegen. Okay, du bist kein Fan von Sprudelwasser. Okay, gut zu wissen. Ich frage mich, was ich wohl in 10 Jahren tun werde. Tja, das kann ich dir nicht beantworten. In die Zukunft sehen kann ich nicht. Meine Kristallkugel ist kaputt. Ist mit Windows Vista. Ist abgestürzt. Timmy! Dann wollen wir mal gucken, was es bei Timmy so abgeht. Tja, was ich damit wohl angestellt haben könnte. So, Timmy. Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Okay, Tim. Was soll's denn geben? Bolognese hast du schon gegessen, dementsprechend fällt das aus. Was möchtest du gerne zu essen haben? Eher was Großes oder eher was Kleineres? Du hättest gerne einen Feuertopf. Mag Tim scharfen Feuertopf? Oh, das fand er ziemlich lecker, aber da passt noch was rein. Da darfst du noch was aussuchen. Was hättest du gern von diesen Sachen? Einen Salat. Feta oder normalen Salat? Obwohl, du hast ja nur einen Salat geschrieben. Daher gehe ich von aus, dass du den meinst. Okay, du bist kein Salatesser offenbar. So. Ein Dessert oder noch etwas zum Nachspülen? Was darf sein? Tröste dich, mein Mies, auch manchmal sehr komisch. Was zu trinken darf es für dich sein? Und was genau? Sprudelwasser oder Orangensaft? Einen O-Saft hättest du gerne. Bitteschön. Und das fand er echt lecker. Sehr schön. Ich mag dieses Erfolgsgefühl, wenn ich etwas geschafft habe. Ja, wenn das so ist. So, gucken wir mal, was geht hier noch ab. Momo, schon wieder. Was können wir denn jetzt für Momo tun? Guten Tag. Guten Tag, lieber Momo. Was können wir dir Gutes tun? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay, Momo. Zeit zum Shoppen. Willkommen. Also Momo, was darf es denn für dich sein? Einen Karo-Rock? Das Leoparden-Sweatshirt? Rugby-Shirt? Einen einen Schlafanzug, eine Wildlederjacke, eine Cargohose, das Karohemd, vielleicht ein Muskelshirt oder ein Pünktchenhemd oder eine Hemd-Hosen-Kombi, das Jacke-T-Shirt-Kombi. Das ist ja auch eher für 3DS rausgekommen, Biene. Tja, da musst du jetzt durch. Das Polohemd wäre auch noch eine Idee. Das Pünktchenhemd hatten wir schon. Achso, das sind jetzt alles... Achso, das Tartanhemd haben wir noch. Die Tweedjacke. Ja, hier gibt's einiges. Mal gucken, was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch einen Jogginganzug. Für extra sportliche... Die Kindergartenuniform.
Das Klassik-Hemd. Langarm-Shirt. Oder vielleicht lieber eine Strickjacke. Natürlich können wir dich auch ganz edel in einen Anzug stecken. Eine Bluse-Rock-Kombi, wenn es dir gefällt. Es soll ja Leute geben, die stehen auf sowas. Ein Golf-Outfit. Oder wenn wir es extra bekloppt haben wollen. Momo, die Meerjungfrau. Oder die Urlaubsbadebekleidung. Das Rugby-Shirt. Mal kurz gucken, wo das ist. War das bei den Empfehlungen? So, das Rugby jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder suchen gehen. Hä, wieso finde ich das jetzt nicht wieder? Ah, da. Das Rugby-Shirt hättest du also gern. Sollst du kriegen. In welcher Farbe darf es sein? Jo. Bitteschön, da hast du einmal die ganzen Farben. Ah, guck mal, Roman ist offenbar auch gerade am Shoppen. Du hättest gerne das Grüne, sollst du bekommen. Dann wollen wir mal gucken, ob dein Mii auch diese Klamotten gefallen. Bitteschön. Naja, er scheint nicht ganz so begeistert zu sein. Aber es reicht für ein Level-Up. So, Momo, was darf es denn für dich sein? Ein Song? Ein Objekt? Einrichtung? Oder, ja, irgendwas, was du gerne von dir geben möchtest? Eine Einrichtung darf es sein. Modernes Asien, hellgrün, Kacheln, Naturholz, Pflanze oder die Standardfamilie. Was darf sein? Jo, lass es dir schmecken, Mimi. Die Standardfamilie soll es sein. Bitteschön. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? Dann schauen wir mal. Oh, sieht hübsch aus. Hallo, Momo. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Sieht gemütlich aus. Ich werde pfleglich damit umgehen. Okay, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Und da gibt's eine Eilmeldung. Und Momo darf gleich erstmal den Nachrichtensprecher machen. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Beliebtheitsrang angekündigt. Die Bewohner von Draconia pflegen alle möglichen sozialen Kontakte, aber wer ist am beliebtesten? Als alle losstürmten, um diese Frage zu klären, sagte Spiegelfan mit entschlossener Miene. Ich werde versuchen, mich mit mehr Leuten als alle anderen anzufreunden und mir so den ersten Platz sichern. Da können wir ja gleich mal nachgucken. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Tja, da würden wir doch gleich mal reinschauen. Obwohl können wir ja eigentlich mal eben machen, die Rangliste. Erstmal schauen wir mal, welches Mii war heute denn am, ja, fleißigsten. Ja, Tomodachi ist tatsächlich ein Live-Let's Play und dementsprechend wird es auch auf YouTube gesichert. Sprich, spätestens in ein, zwei Tagen kannst du diesen Stream auch auf YouTube verfolgen, beziehungsweise auch den ersten Teil schon. So, wollen wir mal gucken. Okay, mein Mii war heute wohl das fitteste Mii, das wundert mich, ich hasse Sport. Gefolgt von Sunny, Spyro, Luvis, Roman. Wir sind die Top 5 und dann kommt Timmy, Demon, Nelo, Aria und Mario Master, Lavezuma und Momo ist natürlich der faulste von allen.
Obwohl, na gut, die anderen sind gar nicht aufgelistet. Also Momo war deutlich, ja, weiter. Ja, Sport ist Mord. So, das beliebteste Mii bin ich, gefolgt von Sunny, gefolgt von Spyro. Und der ist gerade mal neu bei uns. Luvis, Roman, Timmy, Dean. Achso, nee, Moment, stopp. Falsche. Entschuldigung, falsche Dingsen. So, Roman ist am beliebtesten. An zweiter Stelle folge ich, gefolgt von Sunny, Markus, Momo, Timmy, Greenie, Lilly, Vanessa. Achso, nee, die teilen sich alle den 7. Platz. Und ganz unten ist Nelo? Was? Als ob. Als ob Nelo so unbeliebt ist, das glaube ich nicht. Nelo ist eine ganz, ganz Liebe. Als ob. So, Wörterkettenwettbewerb. Na, da wollen wir doch mal schauen. Bewohner bilden eine Wörterkette. Aber wer findet das letzte fehlende Glied? Tja, schauen wir mal. Wortkette mit Schatznamen. Okay. Und los. Silberspange. Eichel. Lupe. Eichel. Das kam schon. Das hatten wir schon. Voll verkackt, würde ich mal sagen. So, aber hier scheint offenbar noch eine Meldung zu sein. Die gucken wir uns mal eben kurz an. Die Nachrichten werden präsentiert von Nelo. Glaube ich, dass es Nelo ist. Ein Fisch, der aussieht wie etwas Meeresfrüchte-Mix, hat sich zu einem begehrten Treffpunkt entwickelt. Aha. Bei diesem Felsen handelt es sich um eine Klippe auf Draconia, die wie etwas Meeresfrüchte-Mix wirkt. Das ist eine der drei berühmten Stellen auf Draconia. Interessant. Experte für Felsen, die wie etwas Meeres. Aha. Mario Master ist also ein Experte für Felsen. Die Leute suchen diesen Ort auf, um ihren Geist zu erfrischen. So kommt's raus. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ja, Tim, was sagst du denn dazu? Normalerweise rührt mich sowas nicht so sehr. Nun gut. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Nilo P. und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Oh, ist Nilo nicht süß? So, da. Hier gibt's das Möbelhaus. Oh cool, wir können hier neue Sachen kaufen. Da gibt's neue Klamotten. Was geht denn am Strand ab? Anscheinend ist hier gerade niemand. Okay. Dann schauen wir mal bei unseren Mies nochmal rein. Spirell! Was können wir denn mit dir anstellen? Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen. Ebenbild von Dreieck. Ich schäme mich, ich war im Urlaub und ich war krank. Es tut mir sorry. Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? So, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Spirell ist ja leider nicht da. Also, was könnte Spirell denn sagen, wenn sie wütend ist? Denk dran, kurze, knackige Sachen. Weißt Bescheid, Lilly? Weißt Bescheid? Kaki-Mist oder Kack-Mist? Wenn, dann bitte nach dem Stream. Heute nehme ich keine weiteren Mies mehr an, weil das während des Streams ein bisschen scheiße abzufotografieren ist, da ich hier gerade einen riesen Kabelsalat habe wegen der Capture-Card. Weil ich das ja vom Capture 3DS aus streame, nicht vom Emulator. Aber danach kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, Kaki. Also Kaki-Mist. Was? Unknorke? Okay. Ihr habt jetzt hier die Vorschläge. Welchen nehmen wir? Also Kaki-Mist finde ich eigentlich ganz witzig. Ist bisher der beste Vorschlag. Na, dann ist ja gut. Was meint ihr? Wollen wir Kaki-Mist nehmen? So richtig niedlich? Okay, Elite Cat stimmt auch für die Kaki, für den Kaki-Mist. Okay, dann wird es Kaki-Mist sein. Da, 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 da.
Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Geste. Gucken wir mal, welche ist so richtig schön übertrieben. Die sieht doch ganz witzig aus. Ich glaube, Spirell erschlägt mich. So, da Spirell aber auch halb am Verhungern ist, darf sie als erstes den Auberginenauflauf probieren. Ob sie sowas wohl mag? Fand sie sogar ziemlich lecker. Ich frage mich manchmal, wieso wir eigentlich hier auf der Erde sind. Ja, eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen. So. Lilly, was können wir denn für dich nochmal tun? Jo, mach das. Guten Abend. Guten Abend, liebe Lilly. Was können wir dir denn Gutes tun? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Was für eine Frage. Okay, Lilly, Shopping Time. Habe ich hier noch irgendwas, was ich dir geben kann? Nö. Dann müssen wir wohl für Lilly einmal shoppen gehen. Also, Lilly, was darf's denn sein? Den Karo-Rock. Das Leoparden-Sweatshirt. Ein Rugby-Shirt. Einen Schlafanzug. Vielleicht eine wilde Lederjacke. Wir gucken mal, was extra für Frauen da sind. Ein Blumenuntertalienkleid. Ein Hemd vorn geknotet. Möchtest du vielleicht einen süßen Kirschstrampler haben und dir den Tag die Kirsche aufsetzen? Ein Schnörkelhemd. Oder lieber ein Sommerkleid. Wir haben natürlich auch noch das Meerjungfrauenkostüm. Lilly die Meerjungfrau. Ariel war gestern. Oder lieber einmal Bademode. Extra natürlich für die Dame. Oder doch lieber eher was Männliches, wie ein Bowlinghemd oder ein Ananashemd oder was mit Delfin oder das Pünktchenhemd oder eher was Muskulöses, ein Karohemdchen, die Cargohose. Gibt es irgendwas, was dein Herz begehrt? Das Ananashemd. Die Farben. Orange. Ja, eher so ein helles Blau. Irgendwas dabei? Jo, lass es dir schmecken, Tim. Was darf's sein? Oder doch kein Interesse dran? Schwarz ist gut, alles klar, sollst du bekommen. Vielen Dank. Dann ist halt die Frage, ob Lee das Outfit auch gefallen wird. Schauen wir mal. Und die Antwort ist... Es gefällt dir ziemlich gut. Haha, wir beweisen Modegeschmack. So, Lilly, was darf's denn für dich sein? Ein Song, ein Objekt, eine Einrichtung oder ein Spruch, den du ablassen willst. Dam, 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 dam. Du hättest gerne eine Wii U. Wii U, Wii U, sollst du bekommen. Guckt euch diese ganzen Zocker an. Will zocken, war mir schon klar. Ich glaub, es wollen alle am Anfang eine Wii U haben. Ja gut, es gibt ja auch noch den 3DS, ne? Es ist ja leider keine Switch möglich. Ups. Moment, mir ist gerade mein Stift abgehauen. So, und da haben wir eine Einwegkamera. In den meisten Sportarten bin ich eigentlich mehr oder weniger gut. Aha, interessant zu wissen. Greenie, mein kleiner Fusselmonty, dann wollen wir mal Mimi die Gelegenheit geben. Guten Abend. Greenie, was können wir dir denn Gutes tun? Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Tja, und das ist Greenies Gehirn. Das ist ihr Gehirn auf Drogen.
Zu viel Harry Potter und so. Das ist natürlich ihre Droge. Oder waren es die Center Shocks oder die Bohnen? Ein Geheimnis, was niemand weiß. Darüber denke ich gerade nach. Aha. Interessant. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Du glaubst eher die Center Shocks? Wünsche, die sich nicht erfüllen können, sind für mich reine Zeitverschwendung. Es gibt Bohnen, die nach faulen Ei. Okay, da haben wir das Mysterium einmal gelöst. Alles klar. Nelo, mein kleines Schokobon-Monster, was gibt's denn bei dir Neues? Guten Abend. Guten Abend, liebe Nelo. Was können wir für dich tun? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Typisch Frau. Okay, Nelo, Shopping-Time. Was darf's denn für dich sein? Du hast ja die Ausrüstung, du hast ja schon die Sachen gesehen. Gab's da schon irgendwas, was so dich anspricht? Hallöchen, Luvis. Bam, 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 bam. So, nutzen wir kurz die Schleichwerbung. Denkt dran, ihr Lieben, nächste Woche Freitag, 17 Uhr, also kommenden Freitag, startet die Charity-Aktion. Und zwar für die Pfotenhilfe Wesermünde e.V. Wäre ganz cool, wenn ihr dabei seid. Den Karo-Rock möchtest du haben. Das wäre der Karo-Rock. Und den gibt's in den Farben. Ja, nur in dieser Farbe. Ja, genau. Freitag 17 Uhr startet er bei mir. Es gibt dann auch nur zwei Streamer, die den Tag streamen. Den zweiten verrate ich euch noch nicht. Das ist eine Überraschung. Nee, eher nicht dein Fall. Okay. Falscher Befehl. Es ist Ausrufezeichen Drake Kaki. Und Hallöchen Aga. Bam, bam. Aber sicher. Ich mach das jetzt mal eben so. Gucken auch extra die Darmabteilung einmal durch. Dum, dum, dum. Natürlich haben wir noch das Meerjungfrau-Kostüm. Das Bowlinghemd. Oh, hier haben wir noch das Ballettoberteil. Wir können natürlich auch das Hemd vorn geknotet hättest du gerne. Das war... Ah, hier. In welcher Farbe darf es denn sein? Ja, der Plan, den bekommt ihr natürlich noch, aber den werde ich erst Freitag veröffentlichen. Oder Donnerstag. Welche Farbe darf es denn sein? Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. In Türkis. Das war, glaube ich, Türkis, ne? Ja, ich gehe jetzt mal von aus. Also die Farbe, ne? Oder lieber die? Ja, seit 17 Uhr. Immer sonntags 17 bis 20 Uhr ist bei mir der Stream. Okay, die hättest du gern? Alles klar. Sollst du bekommen. Vielen Dank. Ah, scheiße. Zu spät. Moment. Willkommen. Dann heben wir uns das Kostüm für einen anderen auf. Also das hier, das hellere, wolltest du haben. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Okay, ist egal. Okay, gut. Ich muss sagen, das hellere gefällt mir sowieso besser. Ja, du kannst ja sonst alles auf YouTube nachgucken. Wir haben ein paar Neuzugänge bekommen, unter anderem ja auch dich. Ein paar Leute wollten was essen. Ein paar andere was zum Anziehen haben. Wir haben ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen. Zum Beispiel, dass Mario Master Professor für Felsen ist. Und Nelo erreicht ein neues Level. Was darf es denn für dich sein? Du, das können wir gerne machen. Das kriegen wir hin, Momo. Dum, 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 dum. Und Michi, danke fürs Hosting. Du hättest gerne eine Miezekatze.
Bitteschön. So, und damit hat Nelo neuerdings eine Mieze. Promis, die ich toll finde, verschwinden normalerweise schnell von der Bildfläche. Was Nelo wohl mit denen angestellt hat? Roman, was können wir denn für dich tun? Guten Abend. So, Roman, was gibt's? Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Schon wieder die nächste Bazillenschleuder? Iiii. Na gut, Schutzkleidung an und let's go. So, komm, einmal niesen, Roman. Ich fühle mich viel besser. Na, sehr schön. Das bleibt ein kleines Geheimnis. Aha. So. Danke. Bitteschön, Mizi. So, bitte Schutzkleidung erstmal entsorgen. Ein Hypnose-Set. Aha. Flausche, Dämönchen. Jetzt bist du dran. Mein Name ist Moon. Ich liebe jede Herausforderung. Ja, dann sag mal an, Mini-Dämönchen. Ich brauche einen neuen Hut. Das Phantom der Oper möchte also einen neuen Hut haben? Na, da wollen wir doch mal gucken. Dann kaufen wir dir mal eins. Also, was darf's denn sein? Ein Färbcappy? Einen Haarknoten. Total hübsch. Ein Hasenhaarclip. Einen Strohhut. Wir können dir natürlich auch ein Eiscremehütchen geben. Oder eine Sonnenblumenspange. Achso, den Strohhut hatten wir schon. Was darf's denn sein? Viel Auswahl haben wir leider noch nicht. Wir sind ja noch recht am Anfang. Das kommt halt alles erst mit der Zeit. Du hättest gerne einen Strohhut. In welcher Farbe darf es denn sein? Hast du eine Wunschfarbe? Du nimmst Blau, sollst du bekommen. Vielen Dank. Dann wollen wir mal gucken. Mag dein Mii denn Strohhüte? Wir werden sehen. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr kurios aussehen. Tja, also Modegeschmack hast du wahrscheinlich nicht. Hier ist nur Platz für einen Piratenkönig, okay? Unsere Grenzen bestimmen wir selbst. Da bin ich ziemlich sicher. So, jetzt brauchst du aber auch erstmal was zu essen. Gibt es irgendwas, was dein Mii probieren soll? Wo du der Meinung bist, es könnte ihn schmecken? Eine Bolognese. Mit ganz viel Liebe gekocht vom Alpha Yoshi. Sag mal, Demon! Was ist denn da los? Pfui! Du Bolognese-Verachter, du. Möchtest du vielleicht lieber einen Nachtisch oder was zu trinken? So schlecht schmeckt meine Bolo nun auch wieder nicht. Ja, er hat halt eine Geschmacksverirrung, genau. Ja, war ja wieder klar. Passt auf, und jetzt kommt's. Demon mag keine Schokolade. Das wär's jetzt. Okay, die mag er tatsächlich. Ich meine, wer keine Schokolade mag, der bei dem läuft definitiv was verkehrt. Ja, das kann natürlich auch sein. Würde ich Demon sogar noch zutrauen. Mario, du Schießbudenfigur, komm und lass dich grillen! Spyro, was gibt's denn bei dir Schönes? Ich hoffe, du bist noch anwesend. Guten Abend. Ich hätte gern eine 1D-Kamera. Oh, hast du Glück, dass ich eine habe. Bitteschön. Was für eine Art von Fotos soll ich aufnehmen?
Ja, welches Foto möchtest du aufnehmen? Bewohnerporträts oder künstlerische Fotos? Was möchtest du gerne machen, Spyro? Hallöchen, Vita, und danke wieder für deine weisen Worte. Bringt euch in Sicherheit, Spyro spielt Paparazzi. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Ja, dann wollen wir mal schauen. Sieh, was ich fotografiert habe. Wen hat er gestalkt? Aha, guckt euch das an. Pfui, 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 aber scheint doch ganz lustig zu sein. So, speichern werden wir das nicht, weil ich den Platz auf meinem 3DS noch brauche. Der Titel lautet, mein Schatz. Also ich weiß ja nicht, wie ihr bewerten würdet, aber ich würde sagen, der Titel passt gar nicht. Wie viele Punkte wollt ihr geben? Keine 30, 80 oder 100. Also ich sage, ich weiß nicht. Vita sagt keine, 0, tut mir leid. Mario Master stimmt für 30. Was sagt der Rest? Okay. Du verstehst halt nicht die wahre Qualität meiner Arbeit. Das hat damit nichts zu tun. Dein Titel war scheiße. So, Spyro. Was darf es sein? Ein Song, eine Einrichtung oder ein Objekt? Was hättest du gerne? Dum, 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 da, dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ein Objekt. Weißt du denn auch schon, was du haben möchtest? Hier hast du einmal die Auswahl. Ich gehe mal eben im Schnelllauf runter. Wenn du irgendwas siehst, bitte einmal Bescheid sagen. Wir fangen nochmal von vorne an. Einen Drachen hättest du gern. Drachen sollen fliegen. So, da hast du einen Drachen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Und wir bekommen noch eine Spieluhr, okay. Ich traue immer meinem Bauchgefühl. Ich traue meinem Bauchgefühl auch, aber mein Bauchgefühl sagt nur, dass ich Hunger habe. Aria, meine Liebe. Aria, was können wir dir denn Gutes tun? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Momo, dein Wunsch wird erfüllt. Aria wird mich umbringen, das weiß ich. Aber den Spaß gönnen wir uns jetzt. In welcher Farbe nehmen wir denn das Meerjungfrau-Kostüm? Ja, wenn schon in rosa, okay, alles klar. Aria, solltest du das sehen? Momo hat Schuld, nur dass wir uns richtig verstehen. Er möchte dir einen Traum in rosa schenken. Vielen Dank. Du bist natürlich jetzt nicht anwesend, aber du wirst es dir wahrscheinlich auf YouTube noch anschauen. Ich kenne dich ja. Und dementsprechend wollen wir mal gucken, wie unsere Aria jetzt da drin aussieht. Naja. Mir tut sie ja nichts. Sie ist ja lieb. Das glaubst auch nur du. So, was schenken wir denn Aria Schönes? Es ist sie natürlich nicht da, aber ich würde sagen, sie kriegt eine Einrichtung. Was geben wir ihr denn Schönes? Damit sie kein so nacktes Zimmer hat. Was meint ihr? Standardfamilie? Pflanze? Naturholz? Kacheln, hellgrün oder das moderne Asien. Ich lese einmal Pflanze. Nö,
Naturholz, Naturholz, Kacheln lese ich. Pflanze, Natur, Pflanze, okay, 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 Natur, okay. Okay, okay, das wird jetzt eine schwere Wahl. Also, wir haben 1, 2, 3 mal Pflanze. 1, 2, 3, 4 mal Naturholz. Wir haben 4 mal Pflanze, okay, steht unentschieden. Lilly wäre auch für die Pflanze. Natur, ihr macht es gerade nicht wirklich besser, ihr Lieben. Natur, okay. So, dann zählen wir jetzt nochmal eben nach. Also, wir haben 1, 2, 3, 4 mal die Pflanze und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Naturholz. Also bekommt sie das Naturholz. Dann sieht das nicht mehr ganz so nackig bei ihr im Hintergrund aus. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? Na klar, schauen wir doch mal. Sehr gut. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aga, wenn du übrigens auch gerne dazukommen möchtest, dann lass mir dein Mii rüberwachsen. Ich werde friedlich damit umgehen. So, und da Aria kurz vorm Verhungern steht, magst du etwas Gesundes essen? Mampf, 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 Mampf. Okay, scheint ihr zu schmecken. Natürlich muss es ja auch gesund sein, dementsprechend kriegt sie noch eine Grapefruit. Vielleicht mag sie ja sowas. Oh, schien sie auch zu mögen. Sehr schön. So. Lilly, was können wir denn für dich noch tun? Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Na, so furchtbar sehe ich nun auch wieder nicht aus. Ich brauche etwas Neues für meinen Kopf. Einen Hut oder so. Lilly, du wirst langsam teuer. Okay. Gehen wir einkaufen. Willkommen. Also, Lilly, was darf sein? Das Färbkäppi? Der Haarknoten? Ein Hasenclip? Strohhut hast du leider schon? Ich kann ihn dir höchstens in einer anderen Farbe geben. Eine Sonnenblumenstange? Spange. Oder der Eiscremehut? Der wäre natürlich jetzt wieder was für Roman. Na, glaub mir, es gibt auch Männer, die ganz schön teuer werden können. Glaub mir. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe da einen gewissen Kumpel, der ist tatsächlich so. Du hättest gerne das Blümchen. In welcher Farbe darf es denn sein? Lilly ist halt anspruchsvoll. Beige ist... Ist das die Farbe hier? Dein Kumpel kann mir gerne etwas Geld abgeben. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Weiß nicht, nennt man das hier beige? Das vorletzte? So, ich hätte das jetzt eher als pink, aber okay. Du willst es haben, du sollst es bekommen. Die Frage ist, wird Lilly dieses Objekt lieben? Oh, und sie findet es total super. Nice. Da ist die Lilly aber zufrieden. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Eine Bratpfanne. Oha. Oh, Sunny sieht ziemlich K.O. aus. Sunny, geht's dir gut? Dann wollen wir mal schauen. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen. Immer diese Vorwürfe. Ich wäre so gern mit Timmy befreundet. Oh, mit Timmy? Na, wollen wir mal gucken. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede?
Ja, wie soll sich Sunny geben? Ich würde sagen, höflich, weil dann Sunny ist ja eher mehr die höfliche Person. Dann wollen wir mal schauen. Na, da brat mir einer an Storch und Hallöchen, Werder. Habt ihr denn jemanden, den ihr gerne kochen sehen wollt? Gibt es einen Mii, den ihr sehr gerne sehen wollt, wie er was Schönes, Leckeres zubereitet? Dann stimmt ab dafür, ihr Lieben. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Wie gesagt, das entscheidet die Community. Und Sunny erreicht einen neuen Level. Und damit Sunny auch zocken kann, bekommt sie natürlich eine Wii U. Du willst, dass ich koche? Oh Gott, bist du dir sicher? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Wollt ihr sehen, wie das Alpha Yoshi kocht? Der Mii kocht nicht selbst im was? Kocht nicht selbst im Wasser? Ich dachte, wir... Nee, das funktioniert leider nicht. Okay, ich sehe schon. Die Mehrheit will mich wohl kochen sehen. Okay, Spyro wurde auch vorgeschlagen. 1, 2, 3 Leute sind dafür, dass ich koche. Luvis will, dass ich koche. So, erstmal... Achso, nee, Moment. Spaghetti hast du schon? Oh, Spaghetti hast du... Halt! Stopp! Ich war noch nicht fertig! Aha, hier. Da wird gezockt. Offenbar spielen wir wohl Mario Party. Sunnys Gesichtsausdruck sagt alles. Okay, ihr wollt, dass ich koche? Alles klar, kriegen wir hin. So, aber jetzt erstmal, da du schon Spaghetti hast, kriegst du heute mal ein Schnitzel. Und das fand sie lecker. Und da Sunny ja so eine Liebe ist, bekommt Sunny auch noch ein kleines Stück Schokolade als Nachtisch. Immerhin hatte die gute Geburtstag gehabt. Dementsprechend verschone ich sie heute mal. Zumindest in diesem Moment. Oh! Sunny mag keine Schokolade! Oha! Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Freundinnen vor Fehlern zu bewahren, ist für mich völlig selbstverständlich. Das ist unsere Sunny. So. Ihr wollt, dass das Alpha Yoshi kocht? Und da kommt er auch schon angeflitzt. Ihr wollt mich kochen sehen? Okay. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das hier mit den Objekten funktioniert. Ah ja, Bratpfannen-Set. So, aber wollen wir mal gucken, ob das Alpha Yoshi auch kochen kann. Und was er kredenzen wird. Das wird saftig. Das wird lecker. Süß und leicht. Das schmilzt auf der Zunge. Jetzt werde ich aber neugierig. Perfekt. Guten Appetit. Was ist das? Cherry Moja? Kann mir irgendjemand mal erzählen, was das sein soll? Ich kenn's nämlich nicht. Lass es dir schmecken. Wen wollen wir vergiften? Wir gucken einfach mal, wer als nächstes Hunger hat. Derjenige, der als nächstes noch nichts gegessen hat, der wird mein Opfer sein. Luvis! Du guckst schon so. Mein Name ist Luvis und ich strebe immer nach dem Ideal. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich brauche einen neuen Hut. Okay, erstmal kriegst du einen neuen Hut. So nett bin ich zu dir. Willkommen. Das ist irgend so eine Frucht mit relativ großen Kernen, okay? Ja, kannst mal sehen. Was darf sein? Ein Farbkäppi, den Haarknoten, einen Hasenclip, einen Strohhut, den Eiscremehut. Oder eine Sonnenblumenspange. Was darf sein? Cherimoya ist eine Pflanzenart immer in der Familie der, was? Anemonengewächs, Südafrika stand. Ah, okay. Danke für die Info. Das Färbkäppi in Schwarz hättest du gern. Tut mir leid, es gibt leider nur Rot.
Der Zuckerapfel wie die... Ah, okay. Schmeckt süß. Das klingt aber lecker. Das klingt aber wirklich interessant. Ja, bei manchen Sachen gibt es nicht viele Farben. Eiscremehut hat viele Farben, die Sonnenblumenspange und der Strohhut. Ja, das klingt wirklich lecker. So, bitte entscheiden Sie sich, junger Mann. Farbcappy in Rot, alles klar, sollst du bekommen. Vielen Dank. Dann wollen wir mal schauen. Wird ihm das Farbcappy gefallen? Klingt echt lecker. Naja gut, scheint nicht ganz so sein Ding zu sein. So, Luvis. Ein kleines Dankeschön. Einmal Haarfärbespray. Huch. Immer diese Eilmeldungen, die einen dazwischen funken. Aber Demon will uns halt was erzählen. Wenn ihr Fotos mögt, dann wird euch das hier gefallen. Auf Draconia wurde das Fotostudio eröffnet. Im Fotostudio kannst du natürlich auch Paar- oder Gruppenfotos machen lassen. Außerdem kannst du dort alle Inselbewohner für ein Gruppenfoto zusammenkommen lassen. Schnapp dir also deine besten Freunde, Freundinnen und deine Familie und bring sie alle mit ins Studio. Das klingt auch interessant. Die genommenen Fotos werden auf der SD-Card gespeichert. Natürlich kannst du dir die Fotos direkt im Studio anschauen, aber an einem PC geht es auch, wenn du einen hast. Danke fürs Zuschauen. Da wird's doch mal Zeit für ein kleines Gruppenfoto, oder was meint ihr? Aber erstmal, Luvis, du entkommst mir nicht, mein Lieber. Du darfst jetzt das kosten, was ich gekocht habe. Guten Abend. Also, Luvis, guten Appetit. Okay, er fand es ziemlich lecker. Ja, klingt echt interessant. Lust auf ein Spielchen? Ja, komm her, Luvis, dann spielen wir. Schon wieder ein Silhouettenquiz. Essen oder Schatz? Welches Item ist es wohl, von dem du hier eine Silhouette siehst? Das klingt vielleicht einfach, aber ob wir die Items erkennen werden? Was wird es wohl sein? Was könnte das wohl sein? Ein Abakus, Gewürzgurken oder eine Bowlingkugel? Schwierig, das kann man überhaupt nicht erkennen. Ich glaube, das ist eine Gewürzgurke. Quatsch, es ist natürlich ein Abakus. Die richtige Antwort ist, es war ein Abakus. Die unbezahlbare Ming-Vase, genau. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Tja, Grillfleisch, Haferbrei oder Prosciutto, was meint ihr? Ist jetzt natürlich schwer, weil man jetzt natürlich nur den Teller sieht. 1, 2, Haferbrei. Was meint ihr? Was könnte das sein? Da müsste ich jetzt tatsächlich auch drauf losraten. So, Prosciutto noch ein zweites Mal. Genau. Momo denkt wieder ans Grillfleisch. Okay, Grillfleisch. Oh, ja, hier, ich sehe schon, die Fleischfresser-Yoshis melden sich ja alle. Ja. Lauter kleine Fleischfresser hier. Na gut, dann schauen wir mal. Ist es das Grillfleisch? Es war ein Prosciutto. Tja, die anderen Yoshis hatten leider recht. Es war Prosciutto. Aber gut, das konnte man jetzt auch nicht wissen. So, Luvis, jetzt darfst du dir natürlich was Vernünftiges aussuchen. Jetzt haben wir schon wieder Klopapier. Also für die nächste Klopapierkrise sind wir gewappnet. So, was möchtest du denn gerne essen, Luvis? Oder lieber was Kleineres? Burger habe ich nicht. Du kannst nur das nehmen, was ich hier zur Auswahl habe. Mehr kann ich leider noch nicht kaufen. Luvis gönnt sich, so sieht's aus. Kaum eingezogen, schon gleich erstmal am Futtern.
Aber die Mies sollen ja natürlich nicht verhungern. Du hättest gern eine Chili-Chote. Oha, er will sich selbst foltern. Okay, das mag er nicht. Na komm her, Luvis. Ein Versuch hast du noch. Es passt leider nur noch was Kleines rein. Eine Wurst. Mag Luvis denn ein Würstchen? Ja, das fand er absolut lecker. Im dunklen Wald zu pfeifen ist doch auch keine Lösung, oder? Nö, da kann man aber auch ganz laut singen, ohne dass es einer hört. So. Aha, guck mal, Greenie. Falls du schon wieder da bist. Alter, die sind ja richtig fit. Das Ding ist, so fit sind wir tatsächlich nicht. Sport ist Mord, ich bleib dabei. So, mit wem wäre denn mein Mii gerne befreundet? Guten Abend. Ich habe gehört, dass Spiegelfan mit mir befreundet sein will. Mario Master und meine Wenigkeit? Ja, da wollen wir mal gucken. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Dann wollen wir mal schauen. Werden die beiden Freunde werden? Hello, it's me, Drake's LP. Da werde ich aber eifersüchtig. Oh. Es kann ja noch einiges passieren. Und es ist gut gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Yay, Freunde! So, ich hätte gerne eine Einrichtung. Ich nehme die Standardfamilie. Sieht nicht mehr ganz so langweilig hier aus. Und Hallöchen, Tino. Übrigens, ein kleiner Hinweis an alle Zuschauer. Diejenigen, die hier regelmäßig zuschauen und auch gerne auf die Insel einziehen möchten, können sich bei mir nach dem Stream per Discord Privatnachricht melden. Wer kein Mii hat, dem helfe ich, eins zu erstellen. Ist alles kein Problem, machen wir über Discord. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Ja, sieht doch schön gemütlich aus. Eine Glotze ist da, meine Serien. Hier kann man sicher gut entspannen. Perfekt. Ich werde täglich damit umgehen. So. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Badeset. Was wir bestimmt nochmal brauchen werden. Was ich nur schade finde, das verrate ich euch mal eben, diesen kleinen Spoiler. Ursprünglich gab es sogar schon die erste Liebesromanze, aber leider habe ich wohl zu lange gewartet. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass es irgendwann nochmal passiert, ne? Wer es natürlich war, verrate ich euch nicht. Ich wäre so gern mit Sunny befreundet. Oh, Mario Master und Sunny? Na komm her, ich stelle dich ihr vor. Ich würde so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Ja, worüber möchtest du gerne mit Sunny sprechen? Etwas Lustiges, Gerüchteküche, Intellektuelles oder ein ernsthaftes Gespräch. Du möchtest mit Sunny über etwas Lustiges reden. Na, da wollen wir mal schauen. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. So, und wenn du jetzt weniger Schreibfehler machst, dann könnte ich auch lesen, was du willst. Theoretisch kann ich dein... Das musst du entscheiden, Elite-Cat. Aber da man Sunny eigentlich ganz gut zum Lachen bringen kann, denke ich mal, etwas Lustiges ist genau das Richtige. Und es hat offenbar geklappt. Offenbar war Mario Master lustig genug. Sunny ist ganz schön beliebt heute. Miteinander anfreunden. Vielen Dank. Da nicht für. So, Mario Master, neues Level. Was darf's sein? Ein Song, ein Objekt oder eine Einrichtung? Was darf's für dich sein? Weißt du denn noch schon, welches Objekt es sein darf? Oder muss ich die Liste einmal durch? Einen 3DS hättest du gerne. Kann ich verstehen. Zockermaterial muss sein. Bitteschön. Ja, das stimmt. Sie verbreitet ganz viel Sonnenschein, unsere Sunny. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Sowohl im Stream als auch privat. Und da gibt's nochmal ein Badeset. Das ist schön. Also sprich, unsere Mies brauchen nicht stinken. Da war ein Kassenbon. Aha.
habe ich meinen Einkaufsbon verloren. Timmy ist ja, glaube ich, gerade nicht da. Dann wollen wir mal schauen. Timmy. Hör mal, wie ich Sunny imitiere. Was? Okay, Timmy will versuchen, Sunny zu imitieren. Ob er das wohl hinkriegt? Guten Tag, ich bin's, Sunny. Na, wie war ich? Täuschend echt, oder? So, was meint ihr? Hat Timmy Sunny gut imitiert? Oder sagt ihr, ne, hat er voll verkackt? Luvis sagt, das war schon ganz gut. Was sagt der Rest? War doch nicht schlecht, okay. Also werte ich als gut. Nicht schlecht, gut, ganz gut. Okay, ihr scheint euch einig zu sein. Aber mal gucken, was der Rest noch sagt. Kommt hin, war nicht schlecht. Gut, ihr seid euch einig. Ich finde auch, das war sehr ähnlich. Da bin ich selbst wirklich stolz drauf. Hast du gut gemacht, Tim. Ich bin stolz auf dich. Wenn ich anfange aufzuräumen, gibt es kein Halten mehr. Dann kannst du gleich bei mir weitermachen, dann brauche ich das nämlich nicht machen. Aber nein, das muss ich ja leider immer selber machen. Oh, was sitzt denn jetzt schon wieder? Timmy, jetzt ist aber mal Schluss hier. Komm, spiel mit mir. Okay, was spielen wir denn heute? Quiz der Gemeinsamkeiten. Wie gut kennst du deine Inselbewohner? Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? Also ihr Lieben, jetzt raten wir mal zusammen. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Spiekefin und Markus haben im selben Monat Geburtstag. Tja, haben Mario Master und Markus im selben Monat Geburtstag. Und da ich mir keine Geburtstage merken kann, muss ich tatsächlich raten, aber ich überlasse es euch. Was meint ihr? Haben Markus und Mario Master im selben Monat Geburtstag? Ich meine, ich weiß, wann Markus Geburtstag hat. Nur bei Mario Master weiß ich es gerade nicht. So, ich lese zweimal nein, kein Plan. Ja, von Markus ist es auch nur bei mir im Gedächtnis geblieben, weil ich den immer mit dem meines Bruders verwechselt habe. Dann fragen wir mal so. Mario Master, magst du uns deinen Geburtsmonat verraten? Weil da muss ich sagen, da muss ich selber passen, weil ich nicht weiß, wann Mario Master Geburtstag hat. Weil wir müssen die Frage... Okay, sie haben tatsächlich im selben Monat Geburtstag. Die korrekte Antwort ist, das stimmt genau. Denn der Markus hatte nämlich erst vor 3 Tagen Geburtstag gehabt. Und Mario Master, auch an dich, herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn dein Geburtstag habe ich verpennt. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Grini und Moon haben die gleiche Persönlichkeit. Ja, jetzt ist die Frage. Sind der Fusselmonty und der Flauschdämon ähnlich oder sind sie verschieden? Was meint ihr? Sind sich Demon und der Flauschdämon ähnlich? Oder sind sie eher total verschieden? Was meint ihr? Wie schätzt ihr die beiden ein? Also ich weiß, dass Demon nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Das weiß ich aus Erfahrung. Greeny hat sowieso nicht mehr alle Latten im Zaun. Demon mobbt Drake, Greeny wird gemobbt. Ist das die gleiche Persönlichkeit? Ich denke aber mal auch, dass die beiden unterschiedlich sind. Fragen wir mal Demon persönlich. Er ist ja anwesend. Was meinst du, Demon? Du kennst ja Greeny auch ein bisschen. Das erklärt, warum mein Tisch immer so vollgestellt ist. Lassen wir es Demon entscheiden. Was glaubst du, Demon? Wie ähnlich sind du und Greeny euch? Meinst du, ihr seid euch ähnlich oder eher total verschieden? Ich weiß, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Na, du bist ja schon seit 6 Jahren dabei in der Community. Dementsprechend hat man ja so
Ihr seid gleich bekloppt? Achso, ihr seid beide anwesend? Okay, dann gucken wir mal, ob die Theorie stimmt. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Als ob die tatsächlich gleich sind. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Vanessa und Nilo sind befreundet. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die beiden in der letzten Folge sich angefreundet haben. Was meint ihr? Habt ihr aufgepasst? Waren Nilo und Vanessa miteinander befreundet? Nilo, mein Zuckerböhnchen. Du hast noch keine Freunde, oh je. Dann schauen wir mal. Und die korrekte Antwort ist, aber Nilo wird garantiert noch Freunde finden, aber sie sind sich einander fremd. Ja gut, du bist ja auch frisch eingezogen, Luvis. Es gab ja auch bisher nur eine Folge, ne? Es kann sich alles noch ändern. Das wird dann dein Preis. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer war das jetzt nochmal? Achso, Timmy war das. Ach Quatsch, Nilo, ich hab dich ganz doll lieb, das weißt du. Du bist und bleibst mein kleines Schokobon-Monster. Dies allein für diesen Insider, meine Große. So, welches Paket darf es sein, Timmy? Achso, Quatsch, Timmy ist ja gar nicht da. Der ist ja leider nicht anwesend. Dementsprechend sind wir mal gierig. Da haben wir die Luxusvase! So, jetzt haben wir die unbezahlbare Ming-Vase. Und wisst ihr was? Ich bin ja heute mal der Gönjamin. Wie, oh je, Momo. Was ist los mit dir? Ich bin erkältet. Momo ist krank, oh mein Gott. Holt den Seuchenschutz. Zum Glück haben wir einen Hustensaft. Bitteschön, Momo. Fake News. So. Das Mittel hat gewirkt. Momo ist wieder... Oh, mein Fieber ist gesunken. Na, komm, Lilly, so böse müssen wir doch nun auch nicht sein, ne? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Yay, und Momo hat ein Geschenk für uns. Noch ein Badeset. Also eins ist sicher, es muss kein Mi stinken. So, wo ist die unbezahlbare Ming-Vase? Oh. Schade, die kann ich ihm gar nicht schenken. Schade. Lachen in die Kamera ist etwas, das ich einfach nicht schaffe. Na gut, dann eben nicht. Da ist ja das Miezekätzchen. Was wohl das Miezekätzchen auf den Herzen hat? Guten Abend. Guten Abend, lieber Roman. Was können wir für dich tun? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Roman möchte also shoppen? Okay. Ist denn der Roman anwesend? Wenn nicht, verunstalten wir dich. Überlegst dir, ob du dich meldest oder nicht. Denk dran, es gibt ganz hinreißende Kleider. Okay, schade, er ist anwesend. Okay. Roman, was können wir dir Gutes tun? Weißt du schon, was du haben möchtest? Ich meine, die Auswahl ist ja immer die gleiche im Moment. Oder brauchst du nochmal Hilfe? Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Hier siehst du ja schon mal die erste Liste. Dann haben wir natürlich noch die Saisonware. Gut, ich wechsle mal einmal durch die Kategorien. So, das wäre jetzt mal im... Meerjungfrau ist ganz luftig, Roman. Roman, die Meerjungfrau. Entzückend. Aber
Also Roman, was darf's für dich sein? Schon was gefunden? Dumm. Nur in deinen Träumen, Demon. Oha, 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 das war meine Ansage. Er ist doch eher die Unschuldsmiets. Ja, ein Katzenkostüm haben wir leider noch nicht. wir haben noch was auf Lager. Aber Roman ist leider anwesend, dementsprechend kann ich ihn nicht verunstalten. Das passiert nur Leuten, die nicht anwesend sind. Die werden dann dafür bestraft. Ein Grund mehr, dass Aria mich hasst. Aber sie hasst mich von Natur aus, das fällt also nicht mehr auf. Also Roman, was die Tweetjacke darf sein? Ist die Farbe okay? Es gibt leider keine andere. Für die reiferen Semester. Ist okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, ob dein Mii von dem Outfit auch so begeistert ist. Und es gefällt ihm ziemlich gut. Alle auf der Insel sind dir dankbar, Ebenbild von Dreieck. Sind sie das? Ich kriege eher die ganze Zeit Beschwerden, weil ich einen Monat nicht mal reingeguckt habe. Und die nächste Beschwerde kommt spätestens beim nächsten Mal. Und hier machen sie wieder Sport. Ganz schön fleißig, unsere Mies. Oh, was haben wir denn da? Wovon wohl unsere... was zum... Alles klar in deinem Land in letzter Zeit. Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Was zum Teufel? Alles klar in deinem Land in letzter Zeit. Nochmal halt. Haha, köstlich, nicht wahr? Okay, kurioser Traum. Einen ziemlich guten Ruf in der Welt. Nochmal halt. Haha, köstlich, nicht wahr? Gruselig. Momo. Eine Lockenperücke. Hallo Kuchen der Verdammnis. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen. Ebenbild von Dreieck. Mimi, was darf ich dir denn Schönes zu essen geben? Falls du noch anwesend bist. Sonst stopfe ich dich mit irgendwas voll. Den Feuertopf hättest du gerne. Lass es dir schmecken. So, da passt noch was rein, Mimi. Möchtest du noch was Kleines oder eher ein Dessert? Was darf's sein? Dumm, da, dumm, dumm. Die Grapefruit. Extra sauer. Ah, fand sie nicht so witzig. Komm her, den Geschmack müssen wir natürlich wegspülen. Orangensaft oder Wasser, was darf's sein? Du hättest gerne Blubberwasser. Also offenbar scheint das Wasser hier echt schlecht zu sein. Sei nicht so gemein zu Greeny. Mit Timmy. Mensch, Timmy, du bist ja richtig beliebt heute. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Ja, Mimi, worüber möchtest du denn gerne mit Timmy quatschen? Etwas Lustiges, Gerüchteküche, Intellektuelles oder lieber ein ernsthaftes Gespräch? Etwas Lustiges. Dann wollen wir mal schauen. Ist Timmy denn so lustig? Und rede mit ihm. Jetzt wird's spannend. Da sind sie Freunde geworden. Es ist gut gelaufen. Dank dir
konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Da nicht für. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, die Gasmaske im wahrsten Sinne des Wortes. So, wen haben wir denn noch da oben? Lavasoma, bei Spyro waren wir auch schon. Schauen wir nochmal nach Sunny. Guten Abend. Einen schönen guten Abend, Frau Solero. Was können wir denn für dich Gutes tun? Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet? Ja, jetzt ist Sunny natürlich nicht da und ihr wisst, was das bedeutet. Wir dürfen Sunny Worte in den Mund legen. Was soll Sunny sagen, wenn sie sich über etwas Sorgen macht? Das sind Druckluftspraydosen, okay. Wenn du das sagst, Demon. So, der beste Vorschlag gewinnt. Sunny ist leider gerade nicht anwesend, also übernehmen wir das für sie. Das gibt's wirklich, Furzspray. What? Okay. Oh je. Joa, kann man nehmen. Kommt von den anderen noch irgendwas? Wie gesagt, es muss nicht lustig sein, es kann auch was Ernstes sein. Das ist euch überlassen. Ja, so was Langes geht leider nicht, Michi. OW, OWI. Ja, dann nehmen wir OW. Passt leider nicht, Demon. Obwohl. Moment. Nee, leider nicht. Leider zu kurz, zu lang. Sonst wäre es gut. Liebes Lottchen, das ist die Idee. Und es passt sogar. Mann, Drake würde ich nehmen. Ja, natürlich, ich würde wieder die Schuld für alles kriegen. Aber liebes Lottchen finde ich gut. Sprich, Sunny, das ist Momo zu verdanken. So, jetzt brauchen wir nur noch eine besorgte Geste. Welche nehmen wir? Bitte schreiben Sie Ihre Nummer. Ich lese die 1. Die 7, die 6, zweimal die 6. Bitte stimmen Sie ab. Ich lese ein drittes Mal die 6. Ein Neuzugang schreibt ebenfalls die Nummer 6. Okay, dann würde ich sagen, dann ist es ja schon fast entschieden. Sunny kriegt den besorgten Gesichtsausdruck Nummer 6. Okay, Michi will auch die 6. Liebes Lottchen. Und Sass, danke fürs Follow und sei herzlich willkommen im Yoshi-Rudel. Auch du bist jetzt ein fröhlich buntes Yoshi-Li. Da gibt's den Yoshi-Song für dich. Setz dich hin, schau zu und futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Und damit willkommen zum Community-Sonntag. So, mit Sunny sind wir fertig. Lovis, was können wir denn für dich tun? Echt heiß heute, nicht wahr? Nö, bei uns ist es angenehm kühl. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Eine Inneneinrichtung, war klar. Kaum ist er da, wird er teuer. Okay, gehen wir mal gucken. Willkommen. Natürlich müssen wir erstmal gucken, wie teuer der Scheiß ist. Weil zu viel Geld kann ich auch nicht ausgeben. Wir könnten dir eine Hexenküche einrichten. Das wäre jetzt natürlich was für Greenie. Hogwarts lässt grüßen. Den Sonnenuntergang...
Okay, der Tropenstrand fällt raus, weil zu teuer. Die Bergwelten ebenfalls. Wir haben hier die Blumenmuster. Das Japan der, 50er Jahre. Wir können ja natürlich auch ein Kinderzimmer einrichten. Monochrom finde ich eigentlich persönlich auch sehr schick. Oder die Stimmungslichter. Also Zauberei würde ich mir gefallen lassen. Die anderen Sachen sind noch ein bisschen zu teuer. Also sprich, aus dem Katalog darfst du dir was aussuchen oder die Zauberei. Na, Luvis ist anwesend. Dementsprechend darf Luvis selbst bestimmen, was er haben möchte. Die Stimmungslichter darf es sein. Okay. Sollst du bekommen. Vielen Dank. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Damit ist dein Zimmer nicht mehr ganz so nackig. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Übrigens, so, und schauen wir mal, wie sieht sein neues Zuhause aus? Sehr hübsch. Oh, kann sich doch sehen lassen. Sogar mit Comic-Hefte. Ja, ja, ja. Luvis versteht was von guten Geschmack. So. Ich werde täglich damit umgehen. Na, das will ich doch hoffen, das war teuer genug. Und ein neuer Level für Luvis. Was darf es sein? Hättest du gern einen Song, ein Objekt, eine Einrichtung fällt aus? Oder einen Satz, den du von dir geben möchtest? Taschengeld gibt's noch nicht, weil ja. Du hast eine Kinder. Alles gut. Ein Objekt. Was für ein Objekt hast du? Du siehst unten rechts die Liste. Wir gehen einmal im Schnellverfahren durch. Und dann brauchst du mir nur schreiben, was du gerne haben möchtest. Ein Skateboard. Okay, unser Luvis scheint wohl so ein bisschen sportlich zu veranlagt zu sein. Ein Hypnose-Set. Gibt es jemanden, den ihr gerne hypnotisieren möchtet? Ich bin zufrieden, solange ich ein gutes Buch zu lesen habe. Gibt es einen Bewohner, den ihr gerne hypnotisieren möchtet? Demon guckt schon so böse. Mario Master. Okay, ich sehe schon, ihr seid euch nicht ganz einig. Also, zur Wahl stehen Mario Master, Spyro, Roman und Sunny. Okay, ich selber stehe offenbar auch zur Verfügung, okay. Wen wünscht ihr euch als Hypnose-Opfer? Okay, der Neuzugang möchte mich sehen. Okay, Roman, Demon will mich auch hypnotisiert sehen. Okay, ich sehe schon. Okay, Moment, Roman steht ein zweites Mal. Okay. Höre ich noch weitere Stimmen? Ja, das ist Demon, was erwartest du? Der ist immer noch sauer auf mich. So, möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Noch habt ihr die Möglichkeit. Okay. Ja, noch kannst du's. Noch. Nur es wäre schön, wenn ihr euch jetzt entscheiden könnt, damit wir jetzt hier nicht ewig und lange festhängen. Roman, okay, damit steht es Roman und ich. Ja, okay, Agave ist natürlich für mich. Okay. Okay, ich muss leiden. Alles klar. Dann komm mal her. Dann wollen wir mal. Guten Abend. Hypnose-Set. Wir können gleich übrigens noch jemanden hypnotisieren. Das heißt, Roman, du bist gleich auch noch fällig. Probier's doch einmal aus. Du wirst müde. Du bist ganz schläfrig.
Okay, wovon soll ich träumen? Von Muskelkraftwerk? Der Fremde im Spiegel? Die Siebener-Runde? Sportlich-sportlich? Einführung der Braut? Der Hut. Was darf sein? Ich lese einmal Muskelkraftwerk. Nochmal Muskelkraftwerk. Der Fremde im der Fremde, ein Spiegel, sportlich-sportlich. Der Hut, die Braut, die sich nicht traut. Sportlich-sportlich, okay, 2-2. Okay, jetzt haben wir... Okay. Die Braut, okay, dreimal die Braut. Nee, viermal die Braut, okay. Also die Braut, die sich nicht traut. Also Entführung der Braut. Dann wollen wir mal gucken. Entführung der Braut. Dann wollen wir mal gucken. Hoffentlich bin... Wer ist denn die Braut? Was zum... Können wir kurz stören? Ehrlich gesagt, wir beide. Okay. Haben vor zu heiraten. Okay. Nein. Nein! Mein lieber Plumpudding. Der Plumpudding wurde entführt! Oh mein Gott. Was habe ich jetzt gemacht? Tja, gute Frage. Ich stoße sehr oft mit Leuten zusammen, weil wir in die gleiche Richtung ausweichen. Ja, das kenne ich, das passiert mir tatsächlich. So, aber wir haben ja noch ein weiteres Hypnoseopfer. Oh, Roman! Wo steckst du? Komm doch mal her! Wollen wir doch mal schauen, was Roman so von sich gibt. So, Miezekätzchen, jetzt bist du fällig. Du wurdest ja als zweites am meisten gewählt. Dementsprechend... gönnen wir uns jetzt ein bisschen Spaß. Probier's doch einmal aus. So, Miezi, das ist ein Pendel. Damit spielst du nicht... Schau mir in die Augen, in meine Augen, nicht daran vorbei. Du wirst müde, ganz furchtbar müde. Zeige uns deine Träume. Tja, wovon lassen wir Roman denn träumen? Wieder steht zur Verfügung das Muskelkraftwerk. Der Fremde im Spiegel. Die Siebener-Runde. Sportlich-sportlich. Entführung der Braut hatten wir, dementsprechend nehmen wir mal was anderes. Roman als Prinzessin könnte witzig sein, okay. Der Hut. Okay, ich lese einmal die siebener Runde. Nochmal die sieben Runde, nochmal eine Runde. Okay, dann haben wir schon mal vier. Was sagt der Rest? Okay, ich sehe schon, ihr seid euch einig. Dann wollen wir mal schauen. Du bist ein Wildschwein, ein Wildschwein. Alles klar in deinem Land in letzter Zeit. Na ja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Achso, das ist dein dieser Traum. Ja, sehr reich zu sein. Sehe ich das richtig? Na ja, wie immer eben. Haha, köstlich, nicht wahr? Roman träumt ganz komische Kacke. Guten Ruf in der Welt. Na ja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Tja, Roman, seltsame Träume verfolgen dich, du. Da, guck da. Was habe ich jetzt gemacht? Du hast geträumt. Manchmal fallen mir zu den Gesichtern meiner Freunde nicht die Namen ein. Das macht das Alter, Roman. Das macht das Alter. So, dann wollen wir mal schauen. Demon sucht Freunde. Mit wem möchte Demon denn befreundet sein? Schauen wir doch mal. Guten Abend. Guten Abend, Kuscheldämönchen. Ich habe gehört, dass Droid mit mir befreundet sein will. Ja, komm zu mir, mein kleiner Kuscheldämon. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Lass uns Freunde sein, Demon. Und wo ich es gerade sehe, der Bot postet es gerade wieder. Denkt dran, Freitag 17 Uhr startet die Charity-Aktion das ganze Wochenende über für die Pfotenhilfe Wesermünde e.V. Schaut vorbei, lasst Spenden da, unterstützt uns alle als Zuschauer. Das wäre wahnsinnig cool von euch. Mehr Infos gibt's im Video. Yay, Kuscheldämönchen! Du hackst doch garantiert irgendwas aus. Genau, Herzchen in den Augen.
Ich hab mein Kuscheldemönchen als Freund. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Und da Demon es schon sagte. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Für diejenigen, die jetzt nur Text sehen, ihr braucht Frankerfaces, einfach Ausrufezeichen Emotes. Dann bekommt ihr einen Link angezeigt, wo ihr euch das gratis runterladen könnt. Einfach in die Browser-Erweiterung installieren, aktualisieren den Stream und dann könnt ihr auch meine Emojis benutzen. Ich mag dieses Erfolgsgefühl. Ah, Demon. Mein kleiner Flauschdämon, du. Einer der treuesten Seelen, die ich tatsächlich habe. Und vor allem, was ich auch nochmal anmerken muss, Demon ist auch ein sehr treuer Zuschauer meiner Let's Plays. Und Demon, ich warte immer noch auf dein Wunschprojekt, was du gerne hättest. So, das Alpha Yoshi macht erstmal wieder ein bisschen Musik. Könnte ich tatsächlich mal wieder machen. So, möchte Drake vielleicht jetzt endlich mal mit Nelo befreundet sein? Das wäre schön. Guten Abend. Ich will Sunny mit jemandem bekannt machen. Was meinst du? Sollte ich ihr Grini vorstellen? Nehmen wir mal ein anderes Mii. Wie wäre es denn mit Moon? Nein. Dann weiß ich auch nicht, wen ich ihr noch vorstellen kann. Oh. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt jemanden auswählen kann. Schade. Sorry, Nelo. Es sollte nicht sein. Das wundert mich. Beim letzten Mal war Nelo so beliebt. Ich meine, hallo, die hat die Robo-Sunny erschaffen. Gyros im Herzen. Ja, das ist Greedy. Eindeutig. Eine neue Inneneinrichtung. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lang fragen, was Greedy haben möchte. Greedy, möchtest du nach Hogwarts? Du bist gar nicht langweilig, Nelo. Erzähl doch nichts. Ich kenne dich doch lang genug mittlerweile. Moment, da muss ich jetzt beim selber gucken. Scheiße, du hast recht. Tja, dann muss ich dir wohl was Neues kaufen. Willkommen. Ja, die hast du tatsächlich. Ja. Dann kann ich dir nur noch anbieten, Blumenmuster, Japan der 50er, das Kinderzimmer, Monochrom oder die Stimmungslichter. Was darf's für dich sein? Wie gesagt, das andere ist leider noch zu teuer. Dafür haben wir noch nicht so viel Geld, dass wir uns das erlauben können. Bam. Voll die Romantikstimmung hier. Du möchtest das Kinderzimmer. Okay. Guck mal, Momo, da kriegst du deinen Wunsch erfüllt. Bitteschön, Greenie, lass das Kind in dir raus. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge. Und es gefällt dir auch noch tatsächlich. Übrigens, willst du dich vielleicht noch. Dann wollen wir mal schauen. Guck mal, so groß ist die Greenie. So würdest du wohl auch gern wohnen, Ebenbild von Drake? Definitiv nicht. Ich werde pfleglich damit umgehen. Na, das will ich doch hoffen. Sag mal, bin ich eigentlich jemand, den man leicht missverstehen kann? Nein, das eher nicht. Das eher nicht, meine Große. So, mein Mii möchte ein Spiel mit mir spielen. Willst du etwas spielen? Klar, lass uns spielen. Es geht los. Schade. Verdammt, verfehlt. Nur noch einmal. Verstanden. Es geht los. Huch, das hing ja an einem Faden. Wie gemein. Nächstes Mal aber wirklich. Nur zwischen uns beiden.
Dieser Steinkohle. Schade. Verdammt. Zu spät reagiert. Zu spät reagiert. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Also eins ist sicher, Klopapier haben wir mehr als genug. So viel schon mal klar. Demon, du möchtest auch ein Spiel spielen. Magst du etwas spielen? Aber sicher, mein kleiner Kuscheldämon. Mit dir spiele ich doch gerne. Das Spiel mag ich nicht mehr. Es geht los. Schade. Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. 3, 2, 1. Schade. Alter! Jo, bis dann, Iki. Schön, dass du da warst. Doch, ich mag meinen kleinen Demon. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Schavier-Klopapier, jetzt mal ehrlich, Leute. So, und unsere Miesen sind alle glücklich und zufrieden gerade. Das ist doch schön. Oh, es gibt wieder ein Battle-Rap. Dann wollen wir doch mal gucken. Wer rappt denn hier wie die Deppen? Oha, da kommt Sunny. Gegen Spirell. Ich hab's teils, denen wirklich keiner widersteht. Jo, du flohst so, dass kein Hahn danach kräht. Bei deinen Raps muss ich wirklich weinen. Meine Reime sind groß, deine Reime sind klein. Go, Sunny! Go, Sunny! Go, Sunny! Sag deine Rap-Karriere jetzt gleich, Lebewohl. Du hast da einen Flick auf dem Schuh. Voll verkackt! Sunny gewinnt! Jo, mach das Currywurst. Mal gucken, wer rappt als nächstes. Oha, Markus gegen Mario Master. Ich bin ein Tiger des Rap, du nun Kuschelbär. Oh. Für deine Raps gibt es keine Gewähr. Zu schlechten Rappern bin ich der Gegenpol. Dein Style ist wie Limo, meiner ist wie Benzol. Tja, wer wird gewinnen? Go, Markus! Bist ein Gollum des Raps, ich bin der Einstein. Bist ein Gollum des Raps, okay? Sag mir, willst du wirklich ein Rapper sein? Der sieht doch sexy aus, oder? Wie eine wütende Wespe bin ich an dir dran. Das Talent, das du hattest, ich denke, ist heran. Oha, Markus gibt nicht auf. Du verlierst dieses Battle, doch du findest dich keck. Sag, findest du das hier nicht etwas albern? Und verkackt! Markus gewinnt! So, ihr Lieben. Wird Zeit für den Aussichtsturm. Erzähl mir mal. Ihr habt lange genug gewartet. Zeit für eine Runde, erzähl mir mal. Oh doch, jetzt werden wieder Geheimnisse ausgeplaudert. Und dabei sind Sunny, Tim, Markus, Lilly, Greeny. Und ich glaube... Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ganz links ist. Ach, stimmt, Mimi ist das. Stimmt, genau. Kannst vergessen, Mimi hatte ja so wunderschönes Haar. So, ihr Lieben. Welche Frage sollen wir stellen? Die erste, die zweite oder die dritte? Wer zählt sich zu Gyros? Das ist eine gute Frage. Das ist doch eine sehr gute Frage. Und Greeny, wir hoffen doch. Das ist der beste Vorschlag gleich direkt. Wer gehört zur Gyros-Fraktion? Das ist eine Frage, die wir dringend geklärt haben müssen.
Dann wollen wir mal schauen. Wer zählt sich selbst zur Büros Fraktion? Oh, hat uns etwa der Fusselmonti angelogen? Oha. Und jetzt ist Zeit für Frage Nummer 2. 1, 2 oder 3. Welche Frage soll es sein? Die Nummer 2. Was sagt der Rest? Welche Frage wollen wir stellen? Okay, es wird nach der Morgenfrage wohl gehen. Mario Master kommt mit dem Mario Club. Was sagt der Rest? Wie gesagt, denkt dran, es ist ein Community-Projekt, da müsst ihr schon ein bisschen mitmachen. Aber da wohl keine weiteren Antworten kommen. Kalt duschen am Morgen. Unangenehm. Wer ist alles in Die Frage werde ich stellen, wenn du dabei bist, Demon. Das glaub mir, Mann. So, kalt duschen oder den Morgenkaffee? Wobei, kalt duschen klingt eigentlich ganz gut. Wer ist ein knallhartes Yoshi? Na. Wer mag jeden Morgen kalt duschen? Ich. Aha. Ein Geständnis von Lilly. Lilly mag es gerne kalt zu duschen morgens. Ja, Lilly. Und Sunny ebenfalls. Genauso wie Tim. Aha, hier richtig knallharte Yoshis am Morgen, wa? Und jetzt die letzte Frage. Die letzte Frage, ihr Lieben. Welche Frage wollt ihr haben? 1, 2 oder 3? Achso, Entschuldigung, dann war es halt Mimi. So, die Nummer 3, die Nummer 1 wurde gewählt. Geben Sie mir Ihre Zahlen. Ja, erstmal bestimmen wir, welche Frage wird ausgewählt. Und dann der beste Vorschlag gewinnt. Okay, zweimal die 1 wurde erwähnt. Die 3. Okay, jetzt geht's los. 3, 3, 3, 3. Okay, das sieht wohl mehr nach der 3 aus. Ihr wisst ja, bei der dritten Frage kann man ganz, ganz fiese Fragen stellen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann nehmen wir die 3. Der beste Vorschlag gewinnt. Von was soll man ein Fan sein? Helene Fischer oder Schlimmeres? Evoli? Okay, ist eher langweilig. Es sei natürlich, mehrere Leute wollen wissen, was Evoli, wer ein Evoli-Fan ist. Dreimal Evoli schon? Oha. Okay. Kaki ist für Pizza. Ob man ein Fan von mir ist? Knuffenser. Na gut, aber da jetzt dreimal Evoli erwähnt wurde, werde ich die Frage wohl stellen müssen. Wer von euch ist denn ein Evoli-Fan? Wer gehört hier zur Gruppe der Evoli-Fans? Ich. Okay, nur Mimi. Die anderen haben kein Interesse an Evoli, kann ich verstehen, überhalb des Pokémon. Glaziola ist sowieso viel besser. So, nächste Runde. Ihr habt lange genug gewartet. Oh. Zeit für eine Runde. Mimi, Luvis, Greeny, Spirell und Nelo. 1, 2 oder 3, ihr Lieben. Du hast ja noch die Chance. So, ich lese die 1. Die 2 lese ich. Nochmal die 1. Nochmal die 2. Nochmal die 2. Okay? Okay, es scheint Tendenz Richtung 2 zu gehen. Alles klar. Und was sollen die Leute nicht gut können? Ja, Luvis, jetzt kommen die schmutzigen Geheimnisse raus.
So, Vorschlag Kochen wird gemacht. Wie gesagt, ihr könnt hier alles fragen. Pokern, okay, nochmal kochen, schlafen. Okay, wir haben zweimal das Kochen, dreimal das Kochen, okay. Ihr wollt also wissen, wer kann gar nicht gut kochen? Na, dann wollen wir mal gucken. Jetzt kommen die Geständnisse. Fragen wir mal, wer kann nicht gut kochen? Okay, Luvis kann schon mal überhaupt nicht kochen. Mimi und, ja, Aria auch nicht. Okay. Und jetzt ist Zeit für Frage Nummer 2. Welche Frage hättet ihr gerne? 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Und ob ihr richtig steht oder nicht, seht ihr nicht, wenn das Licht angeht. Sondern nur, wenn der Chat es angibt. Ich wollte sagen, dass Mimi gut kochen kann, weiß ich, aber ihr Mi offenbar nicht. Oh, das klingt nach einer peinlichen Frage. Okay. Wer kann nicht ohne was schlafen? Jetzt könnte es peinlich werden. Eure Vorschläge, ihr Lieben. Ohne ein Kuscheltier. Ohne Yoshi. Was? Ohne mich? Ohne Schnuller? Okay, Schnuller ist auch gut. Schnuller 2, dreimal Kuscheltier. Ohne Nachtlicht. Okay, im Moment scheint das Kuscheltier zu gewinnen. Ohne eine Windel. Joa, wäre auch interessant. Aber ich lese dreimal Kuscheltier, dreimal Schnuller. Okay, es entscheidet sich zwischen Schnuller oder Kuscheltier. Viermal Kuscheltier. Okay, geht's noch weiter? Wir haben ein viertes Mal Schnuller. Okay, Schnuller und Kuscheltier. Wir müssen eine Entscheidung erzwingen, ihr Lieben. Komm schon, einer noch. Einer muss jetzt die Entscheidung bringen. Okay, wir sind für den Schnuller. So, wer ist denn eine Schnullerbagge? Oh, Aga, ernsthaft? Okay, wir brauchen noch eine Person. Schnuller oder Kuscheltier? Sonst entscheide ich. War etwas zu spät. Alles gut. Aber da keine weitere Antwort wohl zu kommen scheint, werde ich bestimmen. Kuscheltier, ja, kann man fragen. Aber ganz ehrlich, der Schnuller ist doch ein bisschen interessanter. Wer braucht denn einen Schnuller? Fragen wir doch mal. Wer kann nicht ohne Schnuller schlafen? Ich. Aria und Luvis. So, so, so. Da kommen Geheimnisse ans Licht. Und die letzte Frage. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Oh, wer versteckt in sein Zimmer? Oh, das könnte gefährlich werden. Das ist ja mir in der ersten Folge zum Verhängnis geworden. Wie war das nochmal mit den Schmuddelheftchen? Die bösen Verstecke und Geheimnisse des Alpha-Yoshis. So, ich sehe die Tendenz zu 1. Okay, die 1 geht in Führung. Alles klar, die 1. So, was sollen die Leute denn in ihren Zimmern versteckt haben? Der beste Vorschlag oder die meisten Vorschläge gewinnen. So, wir haben die Chips. Eine Na, man muss es nicht übertreiben, apologize. Leichen, aha. Wer hat also Leichen in sein Zimmer versteckt? Okay, Geld. Die Frage ist berechtigt. Wer versteckt dauernd Klopapier in sein Zimmer? Ich habe von so vielen Leuten... Okay. Wir fragen nach dem Klopapier. Die Frage muss wirklich geklärt werden. Und Leute, übertreibt es bitte nicht. So, wer versteckt Klopapier in sein Zimmer? Aha. Aha, hier, guckt's euch an. Guckt's euch an hier. Greenie, Vanessa, Nelo und Aria verstecken also dauernd Klopapier in ihren Zimmern. Aha. Kein Wunder, dass ich so viel Klopapier geschenkt kriege. Jetzt wird mir einiges klar. Und Hallöchen, Pizzamehl, willkommen. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Versuch's mal nur mit Follow. So, ihr Lieben. Wollt ihr noch eine Runde erzähl mir mal machen? Eine letzte noch zum Abschied? Du bist immerhin ehrlich. Oder sollen wir was anderes machen? Okay, ich sehe schon. Okay, eine weitere Runde. Dann machen wir mal. Wen haben wir denn diesmal dabei? Ihr habt lange genug Demon! Da weiß ich auf jeden Fall. Bei einer Frage werde ich definitiv die Antwort stellen. Wollte sagen, denkt dran, alle auf einmal könnten ein bisschen schwierig werden. Der Bot braucht dann immer ein bisschen. Ja, Demon, jetzt könnten Geheimnisse über dich ans Licht kommen. Und Sunny, danke für deinen Raid. Einmal einen Shoutout bitte an die gute Sunny. Willkommen an deine Zuschauer. Kommst gerade richtig, hier werden gerade dunkle Geheimnisse offenbart. Und ich sehe gerade, bei dir gab es Mario 64 und Community Games. Nice, nice, nice. So, und wie gesagt, hier gibt's Schleichwerbung. Schaut bei der Sunny vorbei. Lasst ihr ein Follow da. Ist eine ganz, ganz liebe, unsere kleine Sonnenkönigin. Sunny, du hast Glück gehabt, die Leute waren nett zu dir. Du warst ja nicht anwesend, das heißt, du bist Opfer der Community geworden. Hast aber Glück gehabt, die waren bisher noch sehr nett zu dir. Die wollten dir nichts Schlimmes antun. Und erstmal eine Sache, unsere Sunny hatte übrigens Geburtstag und deswegen nochmal Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday nachträglich, Happy Birthday to you. Nochmal alles, alles Liebe zum Geburtstag nachträglich, meine Große. Jetzt bist du noch älter geworden. Ja, das muss mal eben sein. So. Also, fragen wir doch mal. Welche Frage nehmen wir? Ich habe einmal gelesen, die Nummer 1 und das war's, glaube ich, auch, ne? Nee, Nummer 3. Nee, Moment, oh, das ist die alte. Okay, ich muss nochmal von vorne fragen. Sehr gerne, meine Große. So, ihr Lieben. Wer vergleicht gerne mit Mutti? Oh, das ist eine neue Frage. Also, die 3, die 1, die 2... Wie gesagt, ist jetzt gerade alles untergegangen. Dementsprechend bitte nochmal abstimmen. Okay, die Mutti-Frage wird es offenbar. Oder auch nicht. 1, 2, 3 mal die 1. 4 mal die 3. Nur nicht so schüchtern, ihr Lieben. Okay, da nichts mehr kommt, nehmen wir die Mutti-Frage. Was möchtet ihr denn gern wissen? Wer wird denn mit Mutti verglichen? Also wer vergleicht seine Mama mit wem? Überlegt euch eure Antworten, das könnte peinlich werden, ihr Lieben. Mensch, so lange sind schon einige von euch dabei. Hört sich an wie eine Telefonnummer an. Ja, wer weiß. Wer vergleicht Sunny gerne mit seiner Mama? Oder mit mir? Was? Ich bin männlich. Okay, ich lese das zweite Mal in meinen Namen. Okay. Alter, Demon, schon 5 Jahre? Naja gut, eigentlich sind es ja 6 Jahre, weil ich ja den Bot einmal zurücksetzen musste. Okay, ihr wollt ganz gerne wissen, wer mich mit seiner Mutter vergleicht. Wehe, du guckst nur unter das Röckchen. Dich hat keiner gefragt, Princess. Na und, ich gebe trotzdem meinen Senf dazu. Ja, aber wie gesagt, die Mehrheit sagt, ich soll fragen, wie es... mit mir aussieht, dann machen wir das. Wer vergleicht gerne Drake mit Mutti? Sexy Hüftschwung! Aha, okay. Bin ich eurer Mama so ähnlich? Kommt an meine Brust, meine Kinder. Und jetzt ist Zeit für Frage Nummer 2. So, ihr Lieben, 1, 2 oder 3. Ja, bei diesem Spiel kann man ganz, ganz viel Scheiße bauen. So, 2. Okay, ich lese dreimal schon mal die 2. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Okay, ihr seid euch einig. Alles klar. Wer hätte gerne viele? Und einfach nur awesome. Ja, ich bin nämlich sexy, da könnt ihr gar nicht mithalten, Bitches. So. Wer hätte gerne viele Ohrfeigen? Okay, Ponys. Okay.
Alter Nelo, auch schon 6 Jahre. Alter Schwede, Nelo. Alter Schwede, bist ja auch schon... Ja gut, du bist ja schon seit meinen Anfängen quasi dabei. Ich lese Yoshis... Okay, wer möchte gerne viele Ohrfeigen haben? Yoshi-Eier, Cupcakes, Switches, Miezekatzen. Ich finde Momos Frage klingt lustig. Wer möchte denn gerne ein paar einen Satz heiße Ohren haben? Dann wollen wir mal gucken. Wer hätte gern viele Ohrfeigen? Kommt her, meine Hand ist bereit. Glück gehabt. Keiner möchte einen Satz heiße Ohren haben, kann ich verstehen. Und jetzt die letzte Frage. Die Frage übernehme ich. Hey, ich heiße nicht Pony, sondern Peony! Peony! Hört auf, Pony zu ärgern. So, Demon, jetzt ist die Frage. Hast du ein Pichu-Vieh wirklich so abgrundtief? Und die Antwort ist... Oh, Demon. Siehst du, ich wusste doch, du Peony, liebst mein... immer noch! Du liebst mein kleines Pichu. Ich wusste es doch. Siehst du, Demon, du kannst ihn ja gar nicht so sehr hassen. Und die anderen mögen ihn auch. Also weiß ich gar nicht, was du hast. So schlimm ist er doch gar nicht. Ja, der ist auch knuffig, besonders wenn er Demon auseinandernimmt. Demon liebt meinen Pichu. Besonders wenn ich ihn zusammen mit ihm in den Pokéball sperre. Was geht denn hier am Strand ab? Gucken wir mal. Aha. Wir beobachten einen Markus in freier Wildbahn. Er sitzt am Strand. Ganz allein. Träumt vor sich hin. Wahrscheinlich singt er hier ganz heimlich, ohne dass das jemand mitbekommt. Meinungsmacher, aha. Okay, entweder oder Fragen. Oh Gott, jetzt muss ich zeichnen. Oh Gott. Das wird jetzt schwierig. Ich kann nämlich nicht mit dem Touchpen richtig schreiben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Was sollen unsere Mies beantworten? Pichu versus Evoli. Okay, machen wir. Pichu gegen... Dann wollen wir mal gucken. Tja, Pichu ist der Gewinner. Switch gegen Wii U, möchtest du wissen? Moment. Gott, gar nicht so einfach. So. Wibi. Tja, und Sega ist natürlich die Switch. Okay. Drake gegen Sunny. Oha. Okay. Okay. Drake oder Sunny? Jetzt wird abgestimmt. Wenigstens mögen mich ein paar Leute. Ich weiß, dass ihr mich alle nicht mögt und das ist sehr verletzend. Oh, eine Frage, die muss ich definitiv machen. Ganz klar, Vanilla Coke. Was seid ihr eigentlich alles für Geschmacksbanausen hier? Passt doch, oder? Aber wir mögen uns trotzdem und ich liebe Sunny immer noch. Meine absolute, gute, beste Freundin. So, und jetzt mal eine Frage an den Chat. Cherry Coke oder Vanilla Coke? Und ich sage Team Vanilla Coke. Was habt ihr alle mit Cherry Cola? Oh.
Wobei, ich mag beides gerne trinken, aber Vanilla Coke ist deutlich die bessere. So. Momo hat gerade eine interessante Frage gestellt. Ananaspizza? Ja? Oder nein? Sehr schön, denn da bin ich auf eurer Seite. Bäh! Ananas auf Pizza hat überhaupt nichts zu suchen. Pfui. Yay, Aga, Roman! Endlich mal jemand, der mich versteht. So, eine letzte Frage machen wir noch. Mario oder Luigi? Mario oder Luigi? Ich sage Team Luigi. Oh, Mamma mia! Oh, no. Armer Luigi. Halt, Moment. Eine Frage will ich noch geklärt haben. Eine Frage muss ich noch klären. Es gibt ja die Zelda-Fraktion und die Mario-Fraktion. Und jetzt zwei Fragen, die ich jetzt noch auswählen werde. Bowser oder Ganondorf? Und ich sage, Bowser gewinnt. What? Ihr seid doof. Ich konnte mich kaum entscheiden. Aber fragen wir mal im Chat. Wen findet ihr besser? Ganondorf oder Bowser? Wer ist der coolere Bösewicht? Und da sage ich ganz klar, nichts geht über König Bowser. Lang lebe der König der Koopas. Alles langweilig. Mario, du Schießbudenfigur, komm und lass dich grillen. So sieht's nämlich aus und damit hat Bowser meine Sympathie gewonnen, weil Bowser erinnert mich so ein bisschen an mich selber. Na? Trampeltier, tollpatschig, aber trotzdem auch ein liebevoller Papa. So, und jetzt die schlimmste Frage, die ich stellen kann. Yoshi oder Kirby? Und ich sage Yoshi und unsere Mies haben keine Ahnung. Auch wenn Kirby total süß ist. Aber ganz klar, Team Yoshi. Auch wenn Kirby immer noch verzweifelt an dem Thron sägt, aber eigentlich gehören sie beide auf Platz 1, denn sie sind beide knuffig. Genau, Yoshi der Beste, so sieht's aus. Ach, guck mal. Momo hat wohl offenbar sein Geld vergraben oder gräbt er einen Schatz aus? Markus immer noch am Meditieren? Hoffentlich hat Markus nicht gesehen, was ich vergrabe. Das ist eine gut berechtigte Frage. So, was können wir denn hier noch Schönes anstellen? Da haben wir noch den Battle Rap. Da waren wir schon. Oh, es gibt eine neue Nachricht. Die Nachrichten mit der Mieze. Abend. Willkommen bei den Mie-Nachrichten um 7 Uhr. Cherry Moyas werden in der Nähe des Hauses von Lovis bald in Massenproduktion hergestellt. Aha. Cherry Moyas wurden schon immer in dieser Region hergestellt, aber bisher noch nicht. Dann hat also der Luvis meine Idee in die Produktion gegeben, okay. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich hab Wichtigeres zu tun. Was soll denn jetzt die Aussage sein? Danke fürs Zuschauen. Ja, ich fürchte auch, Lilly, ich fürchte auch. Und das waren die Mie-Nachrichten. Ich glaube, Momo hat Markus Seele gefunden. Das erklärt... Was, nur 5%? Hallo? Ich glaube, dir geht's wohl gut. So, machen wir mal ein schönes Foto von uns. Einmal alle Einwohner. Das Blau sieht ganz schön aus. Und einmal bitte lächeln. Das muss ich mir auf jeden Fall als Screenshot einmal sichern. So. Denn ein Gruppenfoto muss natürlich sein. Genau, da hatten wir den Battle Rap. Oh, es gibt neue Probleme. Sunny. Ah, oh, guck mal, da sind wir zwei. Sunny, was können wir dir denn Gutes tun? Guten Abend. Und dass Sunny anwesend ist? Mit Spiekefan treffe ich mich fast jeden Tag.
Ah, seid gute Freunde offenbar. Hm. Achso, falsches Fenster. Da waren wir schon, ich will in das andere Fenster. Lilly und Aria. Ach, sieht Aria nicht herrlich aus in ihrem Kleid? Guten Abend. Guten Abend, liebe Lilly. Was können wir dir Gutes tun? Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Warum war mir das jetzt klar? Na gut, Lilly. Was darf's denn sein? Und moin, moin, Daniel. So. Alles. Bist zu spät. Bist fast am Ende des Streams angekommen. Musst du dir den Rest auf YouTube anschauen. So, Lilly, was darf's sein? Die Zauberei, das Blumenmuster, Japan der 50er Jahre. Möchtest du dein inneres Kind nochmal ausleben? Monochrom oder die Stimmungslichter? Was darf's sein? Was darf ich dir Gutes tun? Wie gesagt, Zauberei ist noch zusätzlich drin, aber das ist auf der anderen Seite. Ich sag ja, eure Mies werden teuer. Ich weiß schon, warum ich in meinem Urlaub immer wieder das Geld täglich eingesammelt habe. Dum, 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 dum. Bitte entscheiden Sie sich jetzt, Lilly. Bam, 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 bam. Der Sonnenuntergang ist das Problem, Lilly. Der ist sehr, sehr teuer. Monochrom, okay. Dann nehmen wir Monochrom. Wie gesagt, die teureren Sachen, die können wir später machen. Ich will erst noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Vielen Dank. Was spätestens dann beim nächsten Mal der Fall ist, dann kann ich euch auch die etwas teureren Sachen besorgen. Aber erstmal kriegst du das Monochrom-Zimmer. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Okay, scheint Lilly nicht ganz so zu gefallen. Wobei, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Also mir gefällt's. Ich werde friedlich damit umgehen. Ja, das kann ich noch, aber das hebe ich mir noch auf. Wie gesagt, wir sind ja erst noch am Anfang des Spiels. So. Mario Master, was gibt's denn bei dir? Aloha. Aloha, hey, hey, aloha, hey, hey. Okay, Entschuldigung. Es kam gerade über mich. Sagen, wenn ich deprimiert bin. Ja, Mario Master, was möchtest du sagen, wenn du deprimiert bist? Bitte antworten Sie schnell. So ein Mist, klingt so nach Wario. Bin ich jetzt blind? Okay, und dann brauchen wir noch eine Geste. Nummer 1, 2, 3, die 4, die 5, die 6, die Nummer 7, die Nummer 8 oder die Nummer 9. Die Nummer 7 hättest du gerne. Sollst du bekommen. So ein Mist. Ich höre oft, ich sei viel zu ernst, aber ich mag mich so, wie ich bin. Ja, dann musst du das mal ablegen. So. Oh, warte. Oh, oh. Hier herrscht Ehekrach. Boah, Alter, die geht aber ran. Ah, hallo erstmal. Mario Master legt sich also mit mir an. Ich bin so wütend. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. So, komm mal her, Kleiner.
Bleib mal ganz gechillt. Geh mal eine Runde baden. Also gut, ich gehe dann mal baden. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich ihn bei Mario Kart abgezockt. La 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 la. La 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 la. Und da singt er uns den Badewannentango. La 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 la. La 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 la. Kann er nicht schön singen? La la. La 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 la. So, zieh dir gefälligst was an, es sind Kinder anwesend. Das hat gut getan. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Tja, wird der Beef anhalten oder werden wir uns vertragen? Er kann nicht schön singen, okay. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Werde ich ihm verzeihen? Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Yay, die Kraft der Freundschaft, sie hat gewonnen. Danke, wir haben uns vertragen. Bitte sehr, ein kleines... Das war wohl Glück im Unglück, würde ich sagen. Aber da gab's den ersten Beef. Und wir reden hier nicht vom Beefy. So, unser letztes Mii-Problem. Und zwar von unserem Küchlein. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. So sieht's aus. So, Mimi, was können wir... Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Ein Rock wäre schön. Mimi möchte also gern ein Röckchen haben. Nee, ich hab hier nichts mehr. Okay, müssen wir einmal kaufen gehen. Also einen Rock möchte sie haben. Also Mimi, wir müssen dir jetzt ein Röckchen anziehen. Was hältst du denn vom Karo-Rock? Gibt's nur leider in dieser Farbe. Und einen anderen Rock sehe ich hier gerade nicht. Ja, einen anderen Rock gibt's leider nicht. Wobei, doch, ein Bleistiftrock. Weiß ich nicht. Mimi, bist du denn noch anwesend oder muss ich dir was Schlimmes antun? Greenie, wenn du noch da bist und Mimi nicht, du weißt, was zu tun ist. Es sei denn, der Fusselmonty ist nicht da, dann ist sie der, was, Rock-Hosenträger-Kombi? Oh, das sieht doch unheimlich süß aus. Oh, wie passend. Okay, es kommt keine Reaktion von Mimi. Ah, Greenie, was meinst du? Da Mimi ja wohl nicht da ist, findest du nicht auch, dass Mimi unheimlich sexy drin aussehen wird? Oder hast du einen anderen Favoriten? Genau, das passt auch noch so schön zu ihren Haaren. Total! Also findest du auch, dass wir das nehmen sollten? Denk dran, jetzt kannst du dich für all die Center-Shocks rächen, die sie dir angetan hat. Überleg's dir gut, Greenie. Bevor sie wiederkommt, bevor sie es verhindern kann. Wenn's gekauft ist, ist es zu spät. Dann wird Mimi ihren Schicksal nicht entkommen. Ja, ist bestimmt Greenie. Nimm es, okay. Tja, Mimi, jetzt wird's hübsch. Vielen Dank. So, Mimi, dann wollen wir doch mal sehen, wie hübsch du aussehen kannst. Und sie, ihr gefällt es auch noch. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich... Ja, jetzt ist Mimi natürlich gerade nicht da. Greenie, du musst einmal übernehmen. Ein Song, ein Objekt, eine Inneneinrichtung oder eine Phrase. Genau, wie ein kleines Mädchen. Passt ja, Mimi ist ja noch sehr jung.
Jung, unschuldig, schüchtern, sensibel, jungfräulich, verklemmt. Eine Wii U soll sie bekommen. Hat sie aber leider schon. Als Alternative könnte ich ein 3DS anbieten. Weil eine Wii U hat sie leider schon. Unschuldig, Mimi, ich glaube, Kühni. Also, ich habe eine sehr liebe, sympathische Mimi kennengelernt. Oh, okay. Dann darf unsere Mimi einmal Yoga lernen. Ich habe Langeweile. Ist nicht irgendwo was Interessantes los? Leider nicht. So, unsere Mies sind glücklich. Perfekt. Dann speichern wir einmal den bisherigen Spielverlauf. Und da geht Spike, da geht unser kleiner Spyro einmal ab. So, ihr Lieben, und das war die zweite Folge von Tomodachi Live Staffel 2. Oder auch genannt Gute Yoshis, Schlechte Yoshis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß dabei. Ihr werdet diesen Stream die Tage natürlich auf YouTube finden. Sprich, wenn ihr ihn was verpasst habt und ihn nochmal sehen wollt, könnt ihr ihn dort dann in aller Ruhe nachholen. Und ich raide euch jetzt weiter zu Klusuke. Da gibt's nämlich gerade Smash Bros. Und ihr wisst ja, Clu ist ein bisschen bekloppt. Sprich, da gibt's auf jeden Fall viel zu lachen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle mitkommen würdet, einen schönen Yoshi-Rudel-Angriff auf Clu lassen würdet. Lasst ihn ein Follow da, lasst ihm ganz viel Liebe da. Er ist wirklich ein netter Kerl. Sehr zum Schießen. Und wer mich und Clu zusammen kennt, wie ihr sagt, auf YouTube gibt's diverse Together-Sachen, die wir gemacht haben. Und damit sage ich danke fürs Einschalten, viel Spaß mit Clu und wir sehen uns. Ciao.